abends lag ein junge ganz ruhig in seinem bett. er raschelte nicht einmal mit den laken, atmete langsam und lautlos ein und aus, ein und aus, und wartete auf einen klang, an den er eigentlich schon gar nicht mehr glaubte, den klang der glöckchen am schlitten des weihnachtsmannes. der junge riß die augen auf. Hörte er sich auch nicht. Es war sehr weit weg, aber er war sich sicher, dass er es gehört hatte. Das ferne Bimmeln einer einsamen Schlittenglocke. Er setzte sich im Bett auf und spitzte die Ohren. Nichts. Er hörte nur das Ticken seines Weckers. Leise stahl sich der Junge aus seiner mit bunten Cowboys bedruckten Bettwäsche. Und schlich in seinem gelben Flanellschlafanzug auf Zehenspitzen ans Fenster. Er beugte sich über den Heizkörper und schaute hinaus. Draußen kam ihm alles ganz normal vor. Es war genau das zu sehen, was er erwartet hatte: eine frische Schneedecke, die ein freundliches, ordentliches Wohnviertel in Grand Rapids, Michigan, im Jahr 1955 bedeckte. In der Straße war alles ganz ruhig. Die Häuser lagen im Dunkeln. Auf dem Rasen vor dem Haus hielt ein Schneemann im leise rieselnden Schnee Wache. Der Junge hörte aus der Diele ein Geräusch und fuhr herum. Das war wieder die Schlittenglocke. Er schlich zur Tür, machte sie leise auf und ging auf Zehenspitzen hinaus. Oben an der Treppe blieb er stehen und schaute in das leere Wohnzimmer hinab. Die Strümpfe hingen schlaff am Kamin und unter dem Baum lagen keine Geschenke. Auf dem Couchtisch standen eine Schüssel Plätzchen und ein Glas Milch unberührt. Plötzlich war das Bimmeln wieder zu hören. Diesmal kam es aus der Küche. Der Junge beugte sich über das Treppengeländer, um besser sehen zu können. Er machte große Augen, als er auf dem Wohnzimmerboden einen Schatten entdeckte, der durch das helle Licht aus der Küche noch dunkler wurde. Er sah aus wie der Schatten eines rundlichen Männleins mit einem Sack auf dem Rücken. Als das Männlein auf den Jungen zukam, bimmelte bei jedem seiner Schritte eine Schlittenglocke. Das war er. Der Weihnachtsmann. Aber dann teilte sich der Schatten und wurde zu zwei Gestalten, der eines dünnen Mannes und der eines Mädchens, dem Jungen stiegen die Tränen in die Augen. Es waren sein Vater und seine Schwester. Alles klar, Sarah, jetzt hast du etwas zu trinken bekommen, sagte der Vater. Ab, Marsch ins Bett. Der Junge stürzte die Treppe hoch und verschwand ungesehen in seinem Zimmer. Er schaute durch das Schlüsselloch, als Sarah im Zimmer gegenüber von ihrem Vater ins Bett gesteckt wurde. Durch die offene Tür konnte er den Rücken seines Vaters sehen, nicht aber dessen Gesicht. Aber er hat gesagt, der Weihnachtsmann müsste schneller fliegen als das Licht, wenn er es in einer einzigen Nacht zu allen Häusern schaffen wollte, sagte Sarah mit besorgter Stimme. Und um die Geschenke für alle transportieren zu können, müsste sein Schlitten größer sein als ein Ozeanriese. Und der Junge schluckte. Durch das Schlüsselloch konnte er Sarah nicken sehen. Sie machte ein sehr ernstes Gesicht. Er hat gesagt, er wüsste es nicht, sagte sie jetzt. Er hat gesagt, er wüsste nicht, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Natürlich gibt es den Weihnachtsmann, versicherte der Vater ihr und strich ihre Bettdecke glatt. Den gibt es genauso, wie es Weihnachten gibt. Und wie aufs Stichwort bimmelte die Schlittenglocke wieder. Aber jetzt war es doch zu offensichtlich, woher das Bimmeln kam. Der Vater hatte in seiner Hosentasche eine Nikolausmütze, an der ein Glöckchen festgenäht war. Nun kam auch die Mutter dazu. Sie war hochschwanger und das Gehen fiel ihr deshalb schwer. Aber er kommt erst, wenn du fest eingeschlafen bist, sagte sie zu Sara, beugte sich über sie und gab ihr einen Kuss. Träum was Schönes. Der Weihnachtsmann wird eher hier sein, als du denkst, fügte der Vater hinzu. Der Junge, der sah, wie seine Eltern durch den Flur zu ihrem Zimmer gingen, war sich da nicht so sicher. Das Glöckchen in der Tasche seines Vaters bimmelte fröhlich vor sich hin. Der Junge schnappte sich eine Taschenlampe, öffnete seine Kommodenschublade und tastete darin herum, bis er einen Stapel gerahmter Schwarz-Weiß-Fotos gefunden hatte. Eins davon zeigte ihn drei Jahre zuvor in einem Kaufhaus. Er und seine Schwester saßen mit glücklichen Mienen auf dem Schoß des Weihnachtsmannes, der eine Brille mit dickem Gestell und schweren Gläsern trug. Die Schwester des Jungen riss ihm den falschen Bart ab. Als nächstes nahm er einen vergilbten Zeitungsausschnitt aus der Schublade. Die Überschrift lautete Weihnachtsmännerstreik, und das Foto zeigte eine Gruppe von wütenden Weihnachtsmännern, die der Kamera mit der Faust drohten. Und schließlich zog er ein Exemplar der Saturday Evening Post aus der Schublade. Auf dem Titelblatt war ein Gemälde von Norman Rockwell zu sehen. Es zeigte einen kleinen Jungen, der einen Nikolausbart und einen Nikolausmantel aus einer Schublade zog. Das Bild hieß Die Entdeckung. Im Treppenhaus ging das Licht an. Der Junge schaltete seine Taschenlampe aus und verkroch sich im Bett, als seine quietschende Tür geöffnet wurde. Auf Zehn Spitzen kamen seine Eltern ins Zimmer und traten an sein Bett. Der Junge hatte sich ganz zusammengerollt und kehrte ihnen den Rücken zu, aber er konnte ihr Spiegelbild in der alten Radkappe eines Forts sehen, die am Heizkörper lehnte. Der schläft wie ein Stein, flüsterte der Vater. Nicht einmal ein Expresszug könnte ihn aufwecken. Sonst hat er immer versucht, die ganze Nacht wach zu bleiben und auf den Weihnachtsmann zu warten, sagte die Mutter mit leiser Stimme. Ich habe das Gefühl, dass diese Zeiten vorbei sind. Ach, das wäre traurig, sagte sie. Das Ende des Zaubers, murmelte der Vater. Der Junge öffnete ein Auge, obwohl er das gar nicht gewollt hatte. Was? Das Ende des Zaubers? Welchen Zaubers? Seine Mutter bückte sich und küßte ihn sanft. Fröhliche Weihnachten, mein Liebling. Flüsterte sie. Der Junge blickte auf die Radkappe und sah darin, dass seine Eltern das Zimmer verließen. Er drehte sich um und dachte nach. Der Wecker auf dem Nachttisch tickte laut. Er sah nach, wie spät es war: 22.21 Uhr. 21. Draußen vor dem Fenster fiel Schnee. Er drehte sich wieder um und starrte das Modellflugzeug an, das unter der Deckenlampe hing: eine P-38 Lightning. Der Wecker tickte immer weiter. Der Junge gähnte, seine Augenlider wurden schwer, dann fielen seine Augen langsam zu. Im Einschlafen hallten die Worte seines Vaters in seinem Kopf wieder Das Ende des Zaubers Ende des Zaubers. Mitten in der Nacht wachte er auf. Er hörte den Klang einer Schlittenglocke. Es war aber nicht der dünne, blecherne Ton des Glöckchens seines Vaters. Nein, dieses Glöckchen bimmelte laut, voll und munter. Es hörte sich einfach wunderbar an. Der Junge riss die Augen auf. Sein Wecker zeigte 23.55 Uhr. Das Glöckchen bimmelte immer weiter, lauter und lauter. Der Heizkörper zischte, aber dieses Zischen wurde bald von etwas viel lauterem übertönt von einer energischen, ohrenbetäubenden Dampfpfeife. Blitz, Blitz, Blitz. Ein blendendes Licht pulsierte durch das Fenster, während auf der Straße ein dröhnendes Donnern losbrach. Der Junge sprang auf allen Vieren auf sein Bett, um aus dem Fenster zu schauen. Eine große, kochende Dampfwolke hing mitten über der Straße. Hinter der Dampfwolke flackerten seltsame gelbe Vierecke wie vorbeifliegende Fenster. Während er noch dorthin starrte, verlangsamten die flackernden Vierecke ihr Tempo. Er hörte das Geräusch von bremsendem, kreischendem Metall auf Metall. Eine Rauchwolke stieg zu seinem Fenster auf und versparte ihm den Ausblick auf die Straße. Er sprang vom Bett, schlüpfte in seine Pantoffeln und riss seinen Bademantel vom Bettpfosten. Ritsch! Jetzt hatte die Mandeltasche ein Loch und einige Glasmurmeln fielen klirrend zu Boden. Er hastete die Treppe hinunter, riss die Haustür auf und rannte über den verschneiten Gartenweg. Dann kam er schlitternd zum Stehen. Donnerwetter! Die Dampfwolke mitten in der Straße löste sich jetzt auf und langsam kam dahinter ein Zug zum Vorschein. Und was für ein Zug! Es war ein großer Personenzug, der kaum mehr als einen Meter vor dem Vorgarten stehen blieb. Eine funkelnde schwarze Schönheit, eine klassische alte Dampflokomotive, die mit einem riesigen offenen Kohlenwagen und so vielen Passagierwagen aneinander gekoppelt war, dass er die Länge eines Fußballplatzes ergab. Die Waggons glitzerten, Ihre Fenster glühten in der Dunkelheit, die Lokomotive ächzte und zischte, als der Zug zum Stillstand kam. Der Junge starrte gebannt auf dieses Schauspiel und näherte sich dem Zug. Die Waggons kamen ihm vor wie zehnstöckige Häuser. Aus dem hohen Schornstein der Lokomotive quoll Rauch, und der Scheinwerfer vorn warf ein unheimliches gelbes Licht auf den rieselnden Schnee hinter dem jungen stieg ein schaffner die drei stufen vom passagierwagen herunter er trug eine uniform mit kreisrunder mütze und funkelnden messingknöpfen und zog eine riesengroße taschenuhr aus seiner weste allein steigen rief er mit gebieterischer stimme der junge fuhr verwirrt herum konnte der schaffner ihn gemeint haben allein steigen rief der schaffner noch einmal sein Gesicht wurde von einer kleinen Rauchwolke verdeckt, die unter den Rädern des Passagierwagens hervorquoll. Na? Kommst du mit? Wohin? fragte der Junge. Der Schaffner beugte sich durch den Rauch vor, und endlich konnte der Junge ihn sich richtig ansehen. Er war ein sympathisch wirkender Mann mit einer Nickelbrille und einem Schnurrbart, aber dem Jungen fiel auch auf, dass er etwas seltsam Widersprüchliches an sich hatte, seine funkelnden Augen verhießen sowohl Spannung und Abenteuer, als auch Gefahr und Entsetzen. Das war schwer zu sagen. Der Schaffner steckte seine Uhr wieder weg. Ah, ein junger Mann, der Antworten braucht, sagte er und schaute den Jungen bedeutungsvoll an. Zum Nordpol natürlich. Das hier ist doch der Polarexpress. Und wirklich, da stand es, in großen goldenen Buchstaben auf der Seite des funkelnden Passagierwagens. Pola Express. Der Junge schaute wieder den Schaffner an. Nordpol? fragte er zögernd. Daraufhin musterte der Schaffner ihn über seinen Brillenrand hinweg mit strenger Miene. Ich verstehe, sagte er. Halt das mal bitte. Er reichte dem Jungen seine Laterne und zog einen Klemmblock hervor. Bist du das? fragte er und zeigte auf einen Namen auf der Liste. Der Junge nickte. Hier steht, las der Schaffner nun vor, kein Weihnachtsmannfoto aus dem Kaufhaus in diesem Jahr, kein Brief an den Weihnachtsmann, deine Schwester musste ganz allein Milch und Plätzchen aufstellen, er schüttelte tadelnd den Kopf. Das scheint dein Schicksalsjahr zu sein. Ich an deiner Stelle würde schleunigst einsteigen. Er zwinkerte dem jungen Vielsagen zu und nahm ihm die Laterne wieder ab. Ich muss meinen Fahrplan einhalten, verstehst du? Unentschlossen tat der junge ein paar schritte zurück weg vom zug. Wie du willst sagte der Schaffner kurz. Er gab dem Lokomotivführer ein Zeichen und die Lokomotive stieß zwei kurze Pfiffe aus. Eine Rauchwolke quoll aus dem Schornstein und der Schaffner verschwand im Waggon. Der Junge stand immer noch da. Der Zug ruckte und bebte und fing dann an vorwärts zu kriechen. In diesem Moment fällte der Junge seine Entscheidung. Er stieg ein. Auf der Plattform zwischen den beiden Wagen schaute er sich um. Der Rasen vor dem Haus, das Haus, seine Eltern, seine Schwester, sein ganzes Leben, alles verschwand in der Ferne. Der Schaffner tauchte neben dem Jungen auf der Plattform auf und öffnete ihm die Tür, wobei er ihn abermals hintergründig anlächelte. Willkommen an Bord, sagte er. Der Passagierwagen war gefüllt mit vielen sehr glücklich wirkenden Kindern. Jungen und Mädchen waren gleichermaßen vertreten, und alle waren zwischen fünf und neun Jahre alt. Sie trugen Schlafanzüge oder Nachthemden. Nervös ging der Junge durch den Mittelgang. Als er einen leeren Platz gefunden hatte, sah er sich seine Mitreisenden an. Sie alle kamen ihm erwartungsvoll und aufgeregt vor. Hinter ihm, auf der anderen Seite des Ganges, saß ein hübsches, nett wirkendes Mädchen, das, Horror, ihn anlächelte. Der Junge wandte seinen Blick sofort ab und starrte auf seine Pantoffeln. He! rief eine Stimme. Ein Junge, der vor ihm saß, beugte sich über seine Rückenlehne zu dem Jungen vor. Ja, dich meine ich, sagte der andere. Der Junge schaute auf. Der andere sah ein wenig seltsam aus. Er trug eine Brille mit flaschendicken Gläsern und hatte etwas Besserwisserisches an sich. Deshalb beschloss der Junge sofort, den anderen Besserwisser zu taufen. Der Besserwisser beugte sich noch etwas weiter vor und kam dem Jungen dabei sehr nahe. »Du weißt doch, was das hier für ein Zug ist,« wollte er nun wissen. »Hä? Zug,« wiederholte der Junge. »Weißt du, was das hier für ein Zug ist? Also weißt du's oder nicht?« ähm, sagte der Junge. Das ist ein Zauberzug, sagte das Mädchen. Wir fahren zum Nordpol. Scheint so, sagte der Junge. Aber in Wirklichkeit war er mit seinen Gedanken ganz woanders. Fahren wir tatsächlich zum Nordpol? fragte er. Das Mädchen nickte begeistert. Ist das nicht toll? Ehe der Junge darauf antworten konnte, fiel ihm der Besserwisser ins Wort. Herr Polzheimer. Herr Polzheimer brüllte er, die Kinder jubelten los. Da lag es, in seiner ganzen Größe, das Kaufhaus Herpolsheimer mit seinem berühmten Weihnachtsfenster. Das Thema in diesem Jahr war der heilige Abend. Im Schaufenster war ein altmodisches Wohnzimmer nachgestellt. Es gab einen Kamin, an dem Strümpfe hingen, und einen Weihnachtsbaum, unter dem Geschenke lagen. Ein lebensgroßer mechanischer Weihnachtsmann füllte die Strümpfe, und drehte sich dann mit einem heftigen Rucken um. Die Kinder schrien vor Begeisterung, als sie das Fenster und die vielen schönen eingepackten Geschenke sahen. Die Zugfenster beschlugen durch ihren Atem. Der Besserwisser wischte eilig eine Stelle frei und zeigte auf das Spielzeug. Seht euch die vielen Geschenke an. Die will ich alle. Unterdessen bewunderte das Mädchen den Engel oben auf dem Weihnachtsbaum. Das ist alles so schön, murmelte sie. Auch der Junge schaute in das Fenster. Er sah aber etwas völlig anderes: einen mechanischen Weihnachtsmann, dessen Metallskelett aus seinem Mantel hervorragte. Getriebeflüssigkeit lief an seinem Hosenbein hinunter und bildete eine Lache auf dem Boden. Der Junge schüttelte den Kopf. Was für ein mieser Betrug! Die Fahrscheine? rief hinter ihm eine Stimme. Die Fahrscheine bitte! Geschäftsmäßig blieb der Schaffner neben dem Sitz des Jungen stehen. Er blickte auf den Jungen hinunter. Dein Fahrschein? fragte er ihn. Der Junge erstarrte. Was für ein Fahrschein? Keine Fisimatenten bitte, ja? Ich muss meinen Fahrplan einhalten, klar? Der Schaffner zeigte auf den Bademantel des Jungen. Tasche? fragte er hilfsbereit. Der Junge griff in die Tasche. Sein Hand ertastete aber nur das große Loch, das er in den Bademantel gerissen hatte, als er ihn vom Bettpfosten gezerrt hatte. Die andere? schlug der Schaffner vor. Der Junge sah in der anderen Tasche nach. Zu seiner Überraschung fand er dort einen länglichen, goldfarbenen Fahrschein. In wunderbar geschwungener Schrift stand darauf: einmal Nord, und zurück. Verwirrt reichte der Junge dem Schaffner den Fahrschein, und der Schaffner zog triumphierend eine funkelnde silberne Fahrkartenzange aus seiner Weste und begann mit dem Abknipsen. Klick. Der Schaffner knipste Dutzende von Löchern in den Fahrschein und ließ dabei einen Wirbelsturm aus kleinen Papierstücken hochstieben. Er hielt den Fahrschein ins Licht, um seine Arbeit zu überprüfen, dann gab er ihn dem Jungen zurück. Plötzlich fiel dem Schaffner auf, dass einer der Jungen an der Notbremse herumspielte. Junger Mann? blaffte er den Kleinen an, dem die Schneidezähne fehlten. Runter da. Das ist kein Spielzeug. Dann lief er hinüber, um der Sache ein Ende zu machen. Der Junge sah sich derweil seinen zerknipsten Fahrschein an und machte eine wirklich erstaunliche Entdeckung. Buchstaben. Die herausgeknipsten Löcher bildeten Buchstaben. Der erste war ein G, der letzte ein E, und dazwischen waren leere Stellen. Wie seltsam. Er schaute das Mädchen verwirrt an, aber sie zuckte nur mit den Schultern. Der Besserwisser musste natürlich auch hierzu seinen Kommentar abgeben. Er beugte sich wieder über die Rückenlehne. »Der Typ protzt wohl gar mit seiner Zange herum«, sagte er und zog seinen eigenen Fahrschein hervor. »Seht mal, was der Clown bei mir reingeknipst hat.« Der Junge schaute sich den Fahrschein des Besserwissers an. In den waren ein »L« und ein »E« geknipst worden, mit Platz hinter dem »E«. »L«, »E«. Was das wohl bedeuten soll? fragte der Besserwisser. Der Junge und das Mädchen hatten keine Ahnung, aber der Besserwisser beschäftigte sich schon wieder mit etwas Neuem. Er drehte sich zum Fenster um und schien plötzlich misstrauisch geworden zu sein. He, Moment mal! Nur einen Moment! Wir sind jetzt, er legte eine dramatische Pause ein, auf der anderen Seite der Schienen! Alle Kinder fuhren herum und schauten aus den Fenstern. Der Zug kam gerade an einem Friedhof vorbei, und die Häuser dahinter waren klein und ziemlich heruntergekommen. Hier war von Weihnachtsfreude nur wenig zu merken. Als der Polarexpress vorüberdröhnte, knurrten ihn die Hunde an, und wie zur Antwort begannen die Zugbremsen zu ächzen. Der Schaffner griff zu einem Mikrofon, das neben der Tür hing. Ed Brook Avenue, teilte er mit, Nächster Halt, at Brook Avenue, 11344. Der Zug kam ruckelnd vor dem traurigsten, einsamsten und verwahrlosesten Haus zum Stehen, dem allerletzten in der Straße. Die Bremsen zischten laut. Am Fuße der Treppe zu ihrem Waggon stand ein weiterer Junge. Er hielt den Kopf gesenkt und sah sehr einsam aus. Der Schaffner verließ den Zug, und dann folgte eine Wiederholung des Gesprächs, das der Schaffner vorhin mit dem Jungen geführt hatte. Na? fragte der Schaffner den einsamen Jungen. Kommst du? Wir sammeln immer noch Fahrgäste auf, sagte der Besserwisser und gähnte, um zu zeigen, wie wenig ihn das beeindruckte. Er schob das Fenster wieder hoch und ließ sich auf seinen Sitz fallen. Aber der Junge sah weiter zu. Na, zum Nordpol natürlich sagte der Schaffner jetzt zu dem neuen Fahrgast. Das hier ist schließlich der Polarexpress. Der einsame Junge rührte sich nicht, als der Schaffner auf seinem Klemmblock nachsah. Ich habe meinen Fahrplan einzuhalten, verstehst du? sagte der Schaffner in genau dem gleichen Tonfall wie vorher zu dem Jungen. Der Schaffner gab der Lokomotive ein Zeichen mit seiner Laterne und stieg dann an Bord, während die Lokomotive zweimal kurz pfiff. Aber diesmal war alles anders. Der einsame Junge rührte sich immer noch nicht. Er schaute nicht einmal auf. Der Junge sah, wie der einsame Junge zurückblieb. Aber dann, in letzter Sekunde, schaute der einsame Junge doch auf. Hatte er sich die Sache noch einmal überlegt? Ja, er lief hinter dem Zug her. Aber der wurde jetzt immer schneller. He! rief der Junge. Der Junge will doch mitkommen. Aber niemand rührte auch nur einen Finger. Jetzt befand der Einsame sich neben dem Fenster des Jungen. Er schaute dem Jungen direkt ins Gesicht, und plötzlich war da eine Verbindung zwischen ihnen. Hilf mir stand auf dem Gesicht des Einsamen geschrieben. Na los. Lauf. brüllte der Junge aus dem Fenster, und der Einsame lief. Schneller und schneller, immer näher kam er dem Zug, er rannte so dicht an den Gleisen entlang, wie es nur möglich war, er streckte die Hand nach einem Türgriff aus, fast hätte er ihn erreicht noch einen Zoll, aber dann rutschte er im Schnee aus und fiel wieder zurück. Der Zug fuhr ihm davon, er würde es nicht schaffen. Der Junge zog den Kopf zurück in den Wagen und schrie Wir müssen den Zug anhalten. Die Kinder erstarrten. Sie hatten keine Ahnung, was hier gerade geschah. Verzweifelt schaute der Junge sich um. Da, rief das Mädchen und zeigte auf die Notbremse. Der Junge zog daran. Die Bremsen kreischten, alle Kinder wurden nach vorne geschleudert und der Polarexpress kam bebend zum Stehen. Der Junge rappelte sich auf. Draußen rannte der Einsame am Zug entlang und konnte sich gerade noch an Bord ziehen, als sich der Polarexpress schon wieder in Bewegung setzte. Vom Vorraum aus schaute er durch die Glastür und für einen Moment begegnete sein Blick dem des Jungen. Dann drehte er sich um und ging in den hinteren leeren Aussichtswagen. Okay, sagte eine schreckliche Stimme hinter dem Jungen. Wer hat die Bremse gezogen? Der Schaffner. Der Junge schluckte. Der Schaffner stand in der Tür und stemmte die Hände in die Seiten. Er wollte eine Antwort, und zwar sofort. Der da, sagte der Besserwisser und zeigte auf den Jungen. Der Junge konnte es nicht fassen. Was für eine Ratte. Falls dir das nicht bekannt war, sagte der Schaffner, diese Bremse ist nur für Notfälle gedacht und heute ist auch noch der heilige Abend. Da muss dieser Zug einen sehr strengen Fahrplan einhalten. Also, junger Mann, für manche Leute mag Weihnachten ja nicht weiter wichtig sein, er schaute den Jungen bedeutsam an, aber die meisten von uns sehen das doch etwas anders. Ich Ab doch nur begann der Junge sich zu verteidigen. Er hat den Zug doch nur angehalten, damit der andere Junge noch einsteigen konnte, schaltete sich das Mädchen ein. Sie zeigte nach hinten zum Aussichtswagen, und der Schaffner schaute sich um. Durch die Glastür konnte er sehen, wie der Einsame dort Platz nahm. Er war der einzige Fahrgast in diesem Wagen. Der Schaffner wandte sich wieder dem Jungen zu. War das so, junger Mann? Der Junge nickte. Der Tonfall des Schaffners wurde freundlicher. Na, dann möchte ich dich nur noch mal daran erinnern, dass wir unseren Fahrplan einhalten müssen, sagte er mahnend. Und. Hier beendete er seinen Vortrag, zog seine riesengroße Uhr aus der Tasche, klappte den Deckel hoch, starrte sie an und schluckte laut hörbar. Das besorgte Gesicht des Schaffners beunruhigte den Jungen. Der Schaffner ließ die Uhr wieder zuklappen und verstaute sie in seiner Westentasche. Ich hab mich noch nie verspätet, verkündete er, und auch dieses Jahr werde ich mich auf keinen Fall verspäten, also keine Notbremsungen mehr. Dabei sah er so streng aus, wie er das überhaupt nur konnte. Die Lokomotive pfiff. So, sagte der Schaffner jetzt munterer. Gibt es hier im Polarexpress vielleicht irgendwelche Fahrgäste, die eine Erfrischung nötig haben? Alle Hände im Waggon schossen nach oben. Hab ich's mir doch gedacht, sagte der Schaffner. Alle mal Platz nehmen, bitte! Die Kinder rannten schnell zu ihren Plätzen. Der Schaffner öffnete die Tür und Bam. Ein Dutzend singende, tanzende Kellner auf Rollschuhen enterte den Waggon, um heißen Kakao zu verteilen. Alle trugen weiße Uniformen mit Schürzen und Fliegen, und alle hatten den gleichen Schnurrbart. Sie steppten, rollten, glitten, hüpften, wackelten und jonglierten, als sie den durstigen Kindern Tassen, Löffel und Untertassen zuwarfen. Der Schaffner schloss sich ihnen an und sang und tanzte ebenfalls. Kaum hatten die Kinder ausgetrunken, da rissen die Kellner die schmutzigen Tassen und Untertassen wieder an sich, und schwupp, schon waren sie verschwunden. Alles, was von ihnen blieb, war ein Kakaoschnurrbart in den Gesichtern der verdutzten Kinder. Das Mädchen griff unter ihren Sitz und zog eine Tasse Kakao, gekrönt von einem Berg aus Schlagsahne hervor. Für ihn, sagte sie und nickte in Richtung des Einsamen. Den bringe ich ihm jetzt. Der Junge sah zu, wie sie dem Einsamen den Kakao reichte und der Schaffner dessen Fahrschein mit einigen raschen Knipsern entwertete. Irgendwie machte er das diesmal anders als bei dem Jungen. Habt ihr das gesehen? fragte der Besserwisser die anderen. Der hat ja kaum was in den Fahrschein dieses Typen geknipst. Der Junge schaute nach unten und entdeckte plötzlich einen Fahrschein auf dem Platz des Mädchens. Der war überhaupt noch nicht abgeknipst worden. Der Junge hob ihn auf und lief damit zur Tür des Waggons. He, was tust du da? wollte der Besserwisser wissen. Du wirst uns allen nur Ärger machen. Der Junge achtete nicht auf ihn, sondern öffnete die Tür und ging hinaus. Der Wind wehte wie wild, und der Zug machte einen Höllenlärm. Die Plattform war mit Eis und Schnee bedeckt, und die beiden Waggons schienen plötzlich viele Meter voneinander entfernt zu sein. Beide bebten heftig, aber absolut nicht im selben Rhythmus. Der Junge starrte die knirschende Kupplung an, sah darunter die Schienen vorüberjagen und hörte die Räder kreischen. Er zögerte, holte tief Luft, schloss die Augen und, häng! Die Tür schlug hinter ihm hin und her, traf ihn am Po und hätte ihn fast umgeworfen. Er faßte nach einem eisernen Handgriff und hielt sich daran fest, aber dabei fiel ihm der Fahrschein aus der Hand. Als der Zug durch den Wind heftig hin und her schlingerte, versuchte der Junge verzweifelt, den Fahrschein zu fangen, er konnte ihn aber nicht erreichen, der Fahrschein segelte über den Zug hinweg und schien ein ganz eigenes Leben zu führen. Jetzt, wo er allein auf Reisen war, flog der Fahrschein in einen kalten, düsteren Wald. Es schneite hier nicht mehr, und der Himmel war klar und voller Sterne. Jetzt verwandelte er sich in einen wirbelnden Papierflieger, der einen anderen Wasserfall passierte und, noch immer auf der Suche nach dem Zug, durch den Wald schoss. Er bewegte sich in Richtung der Zugpfeife, prallte gegen einen Baum und stürzte in den Schnee. Er rollte einen Hügel hinunter, wurde schneller und schneller, und so viel Schnee pappte an ihm fest, dass er bald zu einem winzigen Schneeball geworden war. Dann fiel er von einem Felssims und knallte gegen einen Stein der ganze Schnee fiel ab. Von dem kalten Nass befreit, segelte der Fahrschein wie ein Fallschirm in einen dunklen Raum es war ein Tunnel der Eisenbahntunnel. Und in diesem Moment dröhnte der Zug hindurch. Der Zugscheinwerfer erfasste den Fahrschein unmittelbar, bevor er auf den Schienenfänger vorn am Zug aufprallte und sich verzweifelt daran festklammerte. Aber der Wind, der den Zug umwirbelte, war zu viel für den Fahrschein. Er konnte sich nicht halten, sondern wurde in Richtung Zugende geschleudert, und dann Patsch. stoppte ihn eine Schuhsohle. Es war ein Schuhgröße 13 mit einem Loch, das größer war als ein Silberdollar. Kurz darauf ließ ein Windstoß den Fahrschein wieder auflegen, vorbei an dem ausgestreckten Körper eines sehr großen Mannes. Er trug eine schmutzige Hose, eine zerfetzte Jacke, ein verschlissenes Hemd und verdreckte rote Handschuhe, deren Finger sich schon längst in ihre Bestandteile aufgelöst hatten. Der Mann war ein Hobo, ein Landstreicher, und wie er sich für einen Hobo gehört, hatte er sich ein Bett in einer Hängematte aus Sackleinen gemacht, die unter einem der Waggons befestigt war. Sein Gesicht war breit und freundlich, er schlief tief und schnarchte laut, er hatte sich seine Tweetmütze über die Augen gezogen und nahm seine in ein rotes Taschentuch geknüpften Habseligkeiten als Kopfkissen, der Fahrschein blieb an der Wange des Hobos kleben, es kitzelte. Der Hobo fuhr sich mit der Hand über die Wange und schon flog der Fahrschein wieder weiter. Jetzt ging es zwischen zwei Wagen aufwärts und dann vorbei an der Plattform, die der Schaffner und das Mädchen gerade überquerten. Der Fahrschein schwebte direkt hinter dem Schaffner, als das Mädchen die Waggontür öffnete. Durch die jetzt offene Tür saugte der Luftzug den Fahrschein in den Passagierwagen, und zwar genau in den Wagen, in dem er seine Reise angetreten hatte. Aber das bemerkte niemand. Der Schaffner ging durch den Mittelgang weiter, und das Mädchen nahm neben dem Jungen Platz. Er schaute sie an und wollte ihr gerade berichten, dass er ihren Fahrschein verloren hatte, aber da war der Schaffner schon wieder zurück. Das Mädchen schaute zum Schaffner hoch, der über ihr aufragte und auf seinem Klemmblock nachsah. Du bist zugestiegen in Chicago, sagte er und betrachtete seine Liste. Ich glaube, ich habe deinen Fahrschein noch nicht abgeknipst. Da das Mädchen keine Taschen in ihrem Nachthemd hatte, suchte sie ihren Sitz ab, aber da war kein Fahrschein. Ich hatte ihn hier auf dem Platz liegen lassen, aber jetzt ist er weg, sagte sie hilflos. Soll das heißen, du hast deinen Fahrschein verloren? donnerte er. Schweigen senkte sich über den Passagierwagen, alle Augen richteten sich auf dieses Drama, das Mädchen nickte beschämt, der Schaffner sah sie mit einem Blick an, der sagte Da haben wir ein Problem. Nicht sie hat ihren Fahrschein verloren, sagte der Junge. Ich war das. Jetzt starrten alle in seine Richtung, aber der Junge sah nur das Mädchen an. Ich wollte ihn dir bringen, aber dann hat der Wind ihn mir aus der Hand geweht, Finger an. Er musterte seine Pantoffeln. Es tut mir so leid. Der Schaffner blickte das Mädchen an. Du wirst mit mir kommen müssen, junge Dame, sagte er. Er nahm sie am Arm und führte sie mit ernster Miene zur Waggontür, die hinter ihnen ins Schloss fiel. Einen Moment lang schwiegen alle im Waggon überrascht, dann sprang der Besserwisser auf. Er wisst doch, was der jetzt blüht, oder? Er wird sie aus dem Zug schmeißen, verkündete er aufgeregt. Die Kinder stöhnten auf. Und der Junge riss vor Entsetzen die Augen auf. Er stürzte ans Fenster der Hintertür und konnte gerade noch sehen, wie der Schaffner das Mädchen zum Ende des Aussichtswagens führte. Es sah aus, als ob sie in großen Schwierigkeiten wäre. Sie kamen an dem Einsamen vorbei, der den Kopf gesenkt hatte, aber zu dem Mädchen hinüberschielte. Der Besserwisser schob sich hinter den Jungen. Genau, sagte er. Wahrscheinlich stößt er sie von der hinteren Plattform. Der Schaffner führte das Mädchen tatsächlich auf die hintere Plattform. Und zog die Tür hinter sich zu. Verzweifelt lief der Junge im Mittelgang hin und her. Was sollte er nur tun? Aber dann erblickte er etwas: ein langes gelbes Viereck, das sich quer über das Gitter des Belüftungsventils gelegt hatte. Der Fahrschein! Der Junge erstarrte. Er kniff einige Male die Augen zu und war einfach außer sich vor Erstaunen. Dann streckte er die Hand aus und pflückte den Fahrschein vom Gitter. Er drückte ihn an sich, rannte hinaus auf die vereiste Plattform, schob sich den Fahrschein zwischen die Zähne, packte das Geländer und sprang hinüber. Er landete auf der anderen Seite, riss die Tür auf und rannte durch den Aussichtswagen. Der Einsame schaute nicht einmal auf. Dann riss der Junge die Hintertür des Wagens auf. Nichts. Da war niemand nur die verschneiten Berge und die vom Mondschein beleuchteten Schienen, die sich in die Ferne dahinzogen. Der Junge rannte zurück zu dem Einsamen. Wo sind Sie hin? fragte er verzweifelt. Der Einsame zuckte mit den Schultern und spielte mit seinem Fahrschein herum. Was ist mit Ihnen passiert? Der Junge ließ nicht locker, noch ein Schulterzucken. Hör mal, sie ist in Schwierigkeiten. Hilf mir, bat der Junge. Der Einsame schaute auf und zeigte langsam mit dem Finger an die Decke. Der Junge schaute aus dem Fenster und sah zwei Schatten, den des Mädchens und den des Schaffners, die über die am Gleisrand gelegenen Felsen huschten. Sie waren auf dem Dach. Der Junge stürzte zur Tür. Am Ende des Waggons fand er eine seitlich am Zug angebrachte Leiter, auf deren verschneiten Sprossen frische Fußspuren zu sehen waren. Der Junge nahm den Fahrschein wieder zwischen die Zähne und fing an zu klettern. Es schneite jetzt wieder, ein dichtes Schneegestöber. Als er den Rand des Daches erreicht hatte, sah er für einen kurzen Moment das Mädchen und den Schaffner über das Waggondach stapfen, dann aber verschwanden sie im dichten Schnee. Der Junge konnte nur noch die flackernde Laterne sehen, dann war auch die verschwunden. Vorsichtig zog er sich auf das Dach, er richtete sich langsam auf und fand sein Gleichgewicht, noch immer hielt er den Fahrschein fest zwischen den Zähnen, Wind und Schnee peitschten seine Haare, als die gewaltige Wildnis vorüberjagte, über ihm stob der Rauch der Lokomotive dahin. Jetzt entdeckte der Junge zwei unterschiedliche Fußspuren im Schnee. Die eine war klein, die andere war groß. Er folgte ihnen mit äußerster Vorsicht. Zoll für Zoll kämpfte er sich über das Dach. Der Schnee fiel so dicht, dass er kaum etwas sehen konnte. Vor sich hörte er eine Waage, eine seltsam metallisch klingende Melodie, die von einem gleichmäßigen Brummen begleitet wurde. Dann sah der Junge ein bernsteingelbes Glühen, er ging weiter und stellte fest, dass es nicht von der Laterne stammte, sondern von einem Feuer. Mitten auf dem Dach des Aussichtswagens brannte ein Lagerfeuer. Neben dem Feuer saß ein Hobo auf einer Apfelsinenkiste. Ein Topf mit Kaffee hing über den Flammen und über dem Topf hing ein paar nasse Socken. Der Hobo trug verdreckte rote Handschuhe, an denen die Finger fehlten. Er hörte auf, seine Drehleier zu spielen, die die Musik erzeugt hatte. Na, sieh mal einer an, guck, wen haben wir denn hier? Der Junge hatte noch nie einen Hobo gesehen, ganz zu schweigen von einem Lagerfeuer, oben auf dem Dach eines Zuges. Was kann ich für dich tun? Ich, ich suche ein Mädchen. Das Gesicht des Hobos formte sich zu einem einzigen breiten Lächeln. Tun wir das nicht alle, sagte er mit käligem Lachen. Ich habe ihren Fahrschein, erklärte der Junge. Der Hobo nahm den Fahrschein und hielt ihn ins Mondlicht. Na, da laust mich doch der Affe, ein echter, authentischer, offizieller Fahrschein für den Polarexpress. Er reichte dem Jungen den Fahrschein. Den würde ich an deiner Stelle sicher aufbewahren. Ich habe alle meine Wertsachen hier drin, in meinen Schuhen, Größe dreizehn. Er tippte auf einen seiner riesigen Schuhe. Der Junge kam diesem Rat nach und verstaute den Fahrschein in seinem Pantoffel. Der Hobo wrang derweil seine Socken aus und zog sie wieder an. »Ich brauch sowas natürlich nicht. Fahrscheine. Ich fahr umsonst. Ich fahr mit diesem Schüttler, wann immer ich Lust habe.« Er setzte zu dem an, was sogar der Junge als klassische hobo erkannte. »Das hier ist mein Zug. Ich bin der König dieses Zuges.« König des Pollex, König des Nordpols, er legte eine kurze Pause ein. Aber, wo sind nur meine Manieren geblieben? Setz dich, ruh dich aus, trink einen Kaffee. Er bot dem Jungen seinen Muckefuck an, aber der Junge schüttelte den Kopf. Was ist mit dem Weihnachtsmann? fragte er und setzte sich neben den Hobo. Ist der denn nicht der König des Nordpols? Der Hobo brüllte vor Lachen. Oh, der Weihnachtsmann, das ist gut. Was ist denn mit dem Weihnachtsmann? Dann zog der König eine billige Nikolausmütze aus seiner Hosentasche, so eine wie der Vater des Jungen eine hatte, nur war diese hier zerfetzt und zerlumpt. An ihrem Zipfel war eine einzelne Schlittenglocke angenäht. Er bimmelte mit dem Glöckchen, setzte die Mütze auf und rief dabei: Ho, 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 wie der Weihnachtsmann. Dann verstummte er plötzlich und musterte den Jungen misstrauisch. Was ist denn deine ehrliche Meinung, wenn es um den großen Mann geht, wenn ich das mal so fragen darf? Der Junge brauchte einen Moment zum Nachdenken. Na ja. Ich möchte schon an den Weihnachtsmann glauben, aber der König fiel ihm ins Wort. Aber? spottete er. Der Hobo löschte das Feuer mit dem restlichen Kaffee, verstaute den Topf und den Rest seiner Habseligkeiten auf wunderbare Weise in seinem Säckchen und wandte sich dem Jungen zu. Du willst doch nicht gelingt werden, in die Irre geführt, äh, geleimt, äh, ausgetrickst, über den Tisch gezogen, verkackeiert. Schangheit! Der König legte eine Pause ein und lächelte sein schlaues Lächeln. Oder aufs falsche Gleis gelockt, gewissermaßen. Er warf sich sein Säckchen über die Schulter. Dann wollen wir uns mal auf die Suche nach diesem Mädel machen, sagte er und trottete durch das Schneegestöber in Richtung Lokomotive. Der Junge folgte ihm. Es schneite jetzt so wild, dass er den König für einen Moment aus den Augen verlor, aber dann tauchte er wieder vor ihm auf. Ach! Noch was! brüllte der König über seine Schulter. Glaubst du, An Gespenster? Der Junge schüttelte den Kopf, der König lächelte abermals ein schlaues Lächeln, und dann ganz plötzlich verschwand er wirklich einfach so ins Weiße. Hallo! rief der Junge. Im tobenden Schneesturm war kaum etwas zu erkennen. Er hatte jetzt schreckliche Angst und war ganz allein. Deshalb machte er Kehrt und ging langsam zum Zugende zurück. Der Schnee wurde jede Sekunde höher und reichte ihm schon bis an die Knöchel. Als er das Wagenende erreicht hatte, kam ihm der Abstand zwischen den Wagen noch größer vor. Das sah unglaublich gefährlich aus. Niemals würde er so weit springen können. Er drehte sich wieder zur Zugspitze um. Der Schnee reichte ihm jetzt bis zum Bauch. Der Junge war so erschöpft, dass er sich kaum noch durch den schweren Schnee schleppen konnte. Er fiel auf die Knie. Hilfe! Hilfe. rief er mit schwacher Stimme. Der Schnee reichte ihm bis an den Hals. Hilfe. In was um alles in der Welt war er da nur hineingeraten. Hilfe. flüsterte er. Wieder pfiff die Lokomotive und der Junge fuhr zusammen. Er konnte nur Schnee sehen, noch ein Pfiff und dann hörte er eine Stimme, die sich unter den schrillen Pfeifton mischte. Hallo. rief die Stimme. Der Junge richtete sich auf, er wusste nicht, was er da gehört hatte. Gleich darauf sah er einen Lichtstrahl wie von einer Taschenlampe durch den fallenden Schnee wandern. Der Lichtstrahl kam über das Zugdach hinweg auf ihn zu. Hier bin ich. rief der Junge. Der Lichtstrahl kam näher. Dann tauchte der König aus dem Schnee auf. An seinem Kopf war eine batteriebetriebene Stirnlampe befestigt. Er hielt in jeder Hand einen Skistock und hatte altmodische Wanderschier unter seine Stiefel geschnallt. Schnell! sagte der große Mann. Steig auf meine Schultern! Wir haben nicht viel Zeit! Er ging so tief in die Hocke, wie er nur konnte, und fing an, den erschöpften Jungen aus dem Schnee zu ziehen. Mach schon! Hoch mit dir! Nur so können wir's schaffen! Die Dringlichkeit in der Stimme des Königs setzte den Jungen endlich in Bewegung, er stieg auf die breiten Schultern des Königs und klammerte sich an dessen Hals. Der König wartete durch den Schnee in Richtung Zugspitze. Wir müssen die Lokomotive erreichen, ehe wir an den Flachdachtunnel kommen, sagte der König. Und warum? Der Polarexpress fuhr jetzt langsam einen leichten Hang hinauf. Weil im Flachdachtunnel Zugdach und Tunneldecke nur einen Zoll auseinander sind! Das Schneetreiben hörte auf, und plötzlich konnte der Junge ihn sehen. Oha! Da! schrie er. Dort am Fuß des steilen Hangs, den sie jetzt hinunterfuhren, befand sich der Flachdachtunnel. Er sah aus wie ein winzig kleines Mauseloch. Die Lokomotive fiel fast den steilen Hang hinunter, gefolgt vom Kohlenwagen und den anderen Waggons. Auf dem Dach des Zuges ging der König in die Hocke. Er klemmte sich die Skistöcke unter die Arme und stieß sich ab. Festhalten! schrie er. Der Junge, der hoch auf den Schultern des Königs saß, konnte genau sehen, welche Katastrophe sie sich da näherten. Der Flachdachtunnel lag genau vor ihnen und sah aus wie ein rundes feindseliges Gesicht. Der König sprang mit dem Jungen auf den Schultern über den Zwischenraum zwischen zwei Wagen. Die Landung war hart. Jetzt nur noch einer. Der Junge war außer sich vor Angst. Ich kenn den Trick, Kleiner! Wenn ich sage, spring, dann spring, sagte der König. Die Lokomotive jagte in den Tunnelschlund. Funken stoben auf, als die Tunnelöffnung Schnee und Metallteilchen vom Dach der Lokomotive kratzte. Klatsch! Die beiden übersprangen den letzten Zwischenraum. Der Kohlentender, ein niedriger, offener Wagen, lag jetzt vor ihnen. Der Junge schaute nach oben und sah direkt über sich die Tunneldecke vorüberjagen. Der König brüllte aus voller Kehle. Spring. Der Junge sprang. Er ließ sich durch den schmalen Zwischenraum zwischen Tunneldecke und Kohlentänder fallen in die vollständige Finsternis hinein. Es blieb sehr lange dunkel. Nur das Dröhnen und Donnern des Zuges waren zu hören. Und dann lag der Tunnel hinter ihnen, und der Junge stellte fest, dass er in einem Bett aus Kohlen lag. Plötzlich, mit einem lauten Schrappen von Metall auf Metall, verschwanden die Kohlen unter dem Jungen und er selbst fiel durch einen Schacht und landete mit einem Knall auf dem Boden des Führerhäuschens der Lokomotive. Um ihn herum ergoß sich eine Ladung Kohlen. Er schaute sich um. Der König war nirgendwo zu sehen. Der Junge war in ein Wirrwarr aus Rohren, Ventilen, Hebeln und Griffen gefallen. Ein Kohlenfeuer loderte vor ihm auf, und auf der Bank des Lokomotivführers saß das Mädchen. Sie trug eine gestreifte Eisenbahnermütze, die ihren ganzen Kopf bedeckte, und riesige Handschuhe, die ihr bis an die Achselhöhlen reichten. Ihr Arm lag lässig auf dem Sims des offenen Fensters, ihre Hand war am Hebel. Sie lächelte den Jungen strahlend an. Der Junge kam auf die Beine. Aber ich dachte, er hätte dich vom Zug, sagte er verwirrt. Du? Du fährst den Zug? Sie haben ihn mir anvertraut, sagte das Mädchen. Sie müssen den Scheinwerfer überprüfen. Ist das nicht toll? Der Junge schaute sich fasziniert die vielen Hebel an. Aber woher weißt du, weißt du wie? Och, das ist ganz einfach, sagte sie fröhlich. Hier, ich zeig's dir. Sie zeigte auf die Hebel und Griffe. Der große hier ist der Gashebel. Der kleine ist die Bremse. Das sind die Druckventile, und diese Seil gehört zur Pfeife. Sie zeigte auf das dicke Hanfseil über ihrem Kopf. Pfeife? fragte er, und seine Augen begannen zu leuchten. Willst du sie mal ausprobieren? Aber sicher doch. Er packte das Seil und zog energisch daran. Die Lokomotive stieß einen langen Pfiff aus, der Junge zog noch einmal. Es war wunderbar. Das wollte ich schon immer mal machen, rief er begeistert. In das Geräusch des Pfiffs mischte sich noch ein anderer Ton, den der Junge zuerst nicht einordnen konnte. Au! machte es. Es schien von draußen zu kommen. Der Junge streckte den Kopf aus dem Fenster, um nachzusehen und entdeckte auf dem Dach der Lokomotive zwei überaus seltsam aussehende Männer. Sie versuchten, die Glühbirne des Scheinwerfers vorn an der Lokomotive auszuwechseln. Dumfey, der Lokomotivführer, und Qualmer, der Heizer, flüsterte das Mädchen dem Jungen zu. dampfee war klein und fett. Er wog 444 Pfund und maß vier Fuß und vier Zoll. Er hatte eine Glatze, ein rundes Engelsgesicht und ein träges linkes Auge. Mit seinen sechs Fuß und sechs Zoll musste Qualmer sich immer bücken. Er wog sechsundsechzig Pfund und sah aus, als könnte der Wind ihn jederzeit wegwehen. Wilde orange-rote Haare lugten unter seiner Mütze hervor. Sein langer roter Bart hing ihm bis auf die Füße. Die Bartspitzen waren versenkt und dampften. Mit dem rechten Auge schielte er ganz einwandfrei. Das Geräusch, das der Junge gehört hatte stammte aus dem Mund von Qualmer, der wie eine Todesfee heulte, als Dampfi ihn am Bart packte, um seine gesamten 444 Pfund auf das Gehäuse der Lampe zu hieven. »Halt mich fest!« schrie Dampfi, und man hörte an seinem Akzent, daß er vom Lande kam. »Au! Meine Haare!« gab Qualmer im selben Dialekt zurück. Jetzt gelang es Dampfi endlich, die Birne einzudrehen, und sie leuchtete sofort auf. Ein heller weißer Lichtstrahl jagte über die Schienen. Dampfi ließ Qualmers Bart los und ließ sich auf den Schienenräumer fallen. Dadurch wurde Qualmer nach hinten geschleudert und knallte mit dem Kopf in die Glocke. Sein Schädel dröhnte dermaßen, dass er lauter Sternchen sah. Dampfi dagegen schaute auf den jetzt hell erleuchteten Schienenstrang. Seine Augen weiteten sich vor Entsetzen. Sofort anhalte! brüllte er aus voller Kehle. Vor ihnen tauchten zwei kleinere Lichtpunkte auf. Etwas stand mitten auf den Gleisen. Als Dampfi den Kindern im Führerhäuschen hysterisch zuwinkte, zog Qualmer den Kopf aus der Glocke. Auch er riss seine Augen weit auf, als er auf die Schienen hinabblickte. Halt den Zug an! schrie Dampfi noch einmal. »Bremse ziehen!« brüllte Qualmer. Endlich reagierten der Junge und das Mädchen. Die Bremse, wo mochte die sein? Ein Dutzend Hebel und die Ventile starrten sie an. Das Mädchen streckte die Hand nach einem glänzenden kleinen Messinggriff aus. »Er hat mir gesagt, das sei die Bremse«, sagte sie. »Wer hat dir das gesagt?« fragte der Junge. »Der Lokführer.« »Dampfi? Wer?« »Der Lokführer!« schrie der Junge. »Ja!« brüllte sie zurück. Was ist mit diesem roten Ding hier? fragte der Junge und zeigte auf einen langen Hebel mit einem leuchtend roten Griff. Das sieht doch aus wie eine Bremse. Das Mädchen packte den kleinen Messinghebel. Das ist die Bremse, sagte sie. Bist du sicher? Bei dieser Frage erstarrte das Mädchen und schien total verwirrt zu sein. Hä? fragte sie verständnislos. Bist du wirklich sicher? fragte der Junge noch einmal. In Panik schlug das Mädchen die Hände vors Gesicht. Warum war sie nur so unentschlossen? Qualmer und Dampfi da draußen erging es auch nicht viel besser. Der Polarexpress donnerte auf die beiden kleinen, flackernden Lichtpunkte zu, und die waren zweifellos Augen. Dampfi hatte ebenfalls die Hände vors Gesicht geschlagen, während Qualmer sich die Ohren zuhielt. »Stopp den Zug!« schrie Dampfi zum letzten und lautesten Mal. In letzter Sekunde ließ der Junge den roten Hebel los und zog am Messinggriff. Die Bremsen reagierten prompt. Alle acht Triebräder kamen zum Stehen. Der Junge und das Mädchen wurden gegen die Wand geschleudert. Es hatte geklappt. Qualmer fiel vom Scheinwerfer und riss Dampfi dabei mit sich. Der Zug schlitterte über die Schienen, bis der Schienenräumer nur noch wenige Zoll vor dem Besitzer der Augen zum Stillstand kam. Einem Karibubullen, der vierhundert Pfund wog. Er stand mitten auf den Gleisen, und war vom grellen Scheinwafferlicht wie gelähmt. Hinter ihm standen tausende weitere Tiere. Eine atemberaubende majestätische Herde arktischer Karibus, die sich über viele Meilen hin ausgebreitet hatte und gelassen über die Gleise hin und her lief, während Dampfi und Qualmer sie anstarrten. Der Schaffner kam erbost in das Führerhäuschen gestürzt. Warum halten wir Setzte er an, verstummte aber, als er den Jungen entdeckte. Du? Das hätte ich mir ja denken können. Junger Mann, ist es dein fester Wille, diesen Zug nie und nimmer zum Nordpol gelangen zu lassen? Wortlos zeigte das Mädchen aus dem Fenster. Der Schaffner blickte hinaus. Aha, sagte er wie zu sich selbst. Karibu-Wechsel das ist ja eine schöne bescherung die wird mich auf jeden fall aus dem fahrplan werfen sofort folgte das mädchen dem schaffner aus dem führerhäuschen los sagte sie zu dem jungen und winkte ihn hinter sich her der schaffner hatte sich inzwischen zu dampfi auf den schienenräumer begeben qualmer saß wieder auf dem lampengehäuse ich schätze es in über hunderttausend sagte dampfi. »Vielleicht ne Million. Wird Stunde dauern, ehe die über die Schiene sind.« »Wirklich ne stimmte Qualmer ihm zu. Der Junge und das Mädchen gesellten sich zu ihnen und starrten die riesige Herde an, die sich auf den Schienen verteilt hatte, während der Schaffner seine Uhr musterte. Er lockerte seinen Kragen, um sich ein wenig Luft zu verschaffen. Hm. »Stecken wir wirklich ernsthaft in der Tinte«, grollte er. Total im Kleister, sagte Dampfi zustimmend. Absolut in der Klemme, sagte Qualmer. In der Mausefalle, schlug Dampfi vor. Zwischen Hammer und Ambus«, verkündete Qualmer. In diesem Moment trat der Junge aus Versehen auf Qualmers schleifenden Bart. <Sie> brüllte der, die Karibus erstarrten, und die ganze Härte wandte sich dem Zug zu. Der Leitbulle röhrte zurück und antwortete Qualmer, au, au, au. Das brachte den Schaffner auf eine Idee. Er packte Qualmers Bart und zog zweimal heftig daran. Au, 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 schrie Qualmer, der Bulle brüllte au, au, zurück der schaffner ruckte drei weitere male an qualmers bart Uh, u uh, u uh, schrie qualmer und dann passierte etwas unglaubliches in einem moment vollständiger stille machten die zweihunderttausend karibus die sich gerade auf der bahnlinie aufhielten einfach drei schritte rückwärts damit war die bahn frei »Das lasse ich mir schon eher gefallen«, sagte der Schaffner begeistert. »Und jetzt langsam vorwärts«, brüllte er Dampfi zu. Qualmer und Dampfi sprangen durch das Fenster ins Führerhäuschen und Qualmer fing an, wie ein Irrer, Kohlen zu schaufeln. Dampfi ließ die Lokomotive zweimal kurz pfeifen, dann schob er den Gashebel vorsichtig einen Zoll weiter. Er konnte nicht sehen, wie auch sonst niemand, dass sich der Schaltbolzen auf dem Gashebel lockerte. Das war überhaupt nicht gut. Die Triebräder der Lokomotive drehten sich ganz langsam und der Polarexpress setzte sich in Bewegung. Der Junge und das Mädchen, die jetzt auf dem Schienenräumer saßen, winkten den Karibus im Vorbeifahren zu. Wie weitende Kühe schauten die Karibus dem Zug einfach nur gleichgültig hinterher. Der Schaffner blickte noch einmal auf seine Uhr. Er machte sich immer noch Sorgen. Dem Führerhäuschen gab Dampfi noch einmal Gas, aber der Zug wurde nicht schneller. Qualmer, der hinten im Tender stand und Kohlen schaufelte, schaute Dampfi besorgt an. Dampfi betätigte wieder den Hebel, aber die Triebräder drehten sich einfach im Leerlauf. Dampfi drückte den Gashebel mit aller Gewalt durch. Der Schließbolzen fiel herab und der Gashebel brach aus der Wand. Scheibenkleister! schrie Dampfi, als eine gewaltige Rauchwolke aus dem Schornstein quoll und Dampfwolken wie kleine Pfeile zwischen den Rädern hervorschossen. Der Polarexpress schlingerte weiter. Der Schaffner ahnte von den Problemen im Führerhäuschen nichts und sah sich vom Schienenräumer aus die letzten Karibus an, an denen sie vorbeifuhren. Der Zug fuhr jetzt aufwärts und wurde dabei immer schneller. Sag dem Lokführer, er soll auf das Tempo achten, befahl der Schaffner dem Mädchen, das jetzt auf dem Dach stand. Du sollst auf die Geschwindigkeit achten, rief sie hinunter ins Führerhäuschen. Qualmer und Dampfi krochen derweil auf Händen und Knien durch das Führerhäuschen und suchten nach dem Schließbolzen. Die Lokomotive dröhnte. Der muss doch hier irgendwo sein! schrie Dampfi durch den Lärm hindurch. Hä? Ich holte Qualmer äußerst hilfreich. Was? Was? Der Polarexpress wurde immer schneller. Der Schaffner draußen wurde immer unruhiger wegen der rapide anwachsenden Geschwindigkeit. Wir sind ziemlich schnell, sagte der Junge besorgt. Sag dem Lokführer, er soll das Tempo drosseln, befahl der Schaffner noch einmal dem Mädchen. Das Mädchen rief hinunter ins Führerhäuschen. Tempo drosseln, brüllte sie aus voller Kehle. Aus dem Führerhäuschen kam keine Antwort. Nichts dort unten bewegte sich. Rein gar nichts. Das Mädchen spitzte die Ohren und konnte endlich ein sehr schwaches Rufen vernehmen. Hä? Was? Was? Hä? Die können mich nicht hören, rief das Mädchen dem Schaffner zu. Nicht? Das Mädchen schüttelte den Kopf. Bist du sicher? Diese gefürchteten Worte. Das Mädchen erstarrte. Hä? fragte sie bist du sicher daß sie dich nicht hören können fragte der schaffner noch einmal das mädchen war jetzt total verwirrt und konnte nur noch stammeln warum so wortkarg fragte der schaffner voller strenge verschlossen schweigsam zunge von katze gefressen das dröhnen des zuges war ohrenbetäubend er wurde immer noch schneller und die drei konnten nur mit mühe das gleichgewicht halten der schaffner runzelte die stirn die Sache gefällt mir nicht, sagte er. Auf, auf, junger Mann! Er wandte sich an das schweigsame Mädchen. Na los, Quasselstrippe! sagte er. Er machte Kehrt und wollte auf das Führerhäuschen zugehen, als er plötzlich ein Schild vorüberfegen sah. Gletscherschlucht. Langsam fahren. Zu spät! schrie er. Er riss den Frottiergürtel vom Bademantel des Jungen und trieb die beiden damit zu einem eisernen Handgriff. Stimmt was nicht? fragte der Junge nervös. Was sollen wir machen? Na, erwiderte der Schaffner. Wenn man bedenkt, dass wir keinerlei Verbindung zum Lokführer haben, dass wir ganz und gar schutzlos auf dem Dach der Lokomotive stehen und dass wir uns in hohem Tempo der Gletscherschlucht nähern, die zufällig die steilste Abfahrt der ganzen Welt ist, dann schlage ich vor. Festhalten! Und wie? Der Junge und das Mädchen starrten jetzt den entsetzlichsten Steilhang an, den sie jemals gesehen hatten. Der Polarexpress stürzte einfach nach unten. Die Kinder klammerten sich fest und das Herz rutschte ihnen in die Hose. Der Zug fiel jetzt so steil nach unten, dass das Führerhäuschen zu einem schwerelosen Raum wurde, in dem Qualmer und Dampfi ein Ballett in Zeitlupe aufführten. Sie strampelten und schwammen durch die Luft wie zwei verrückte Astronauten. Plötzlich fiel der Schließbolzen aus einem Kohlehaufen, der wegen der Schwerelosigkeit umgekippt war. Dampfweh paddelte darauf zu und packte ihn. Du hast ihn! schrie Qualmar Dampfi ins Ohr. Verschreckt ließ Dampfi den Schließbolzen wieder fallen. Jetzt war der Zug unten angekommen und donnerte gleich darauf einen so wahnwitzig steilen Hang hinauf, dass Dampfi und Qualmar nicht mehr schwerelos waren, sondern Tausende von Pfund wogen. Sie knallten wie zwei Tonnen Ziegel auf den Boden und wurden wie Pfannkuchen plattgedrückt, bis der Zug dann wieder nach unten sauste. Der Junge, das Mädchen und der Schaffner klammerten sich noch immer fest, während Dampfi und Qualmer im Führerhäuschen abermals durch die Luft flogen. Dampfi wurde von der Decke abgestoßen, während Qualmer mit dem Kopf zwischen zwei Rohre geriet und danach hilflos zwischen den Deckenbalken hing. Der Polarexpress jagte kreischend über die schmalen, braunen Holzgleise und ruckelte und bebte wie verrückt. Während der Junge und das Mädchen sich verzweifelt festhielten, erschien auf dem Gesicht des Schaffners ein kleines Lächeln. Ihm machte das alles Spaß. Er schaute zu dem Jungen hinüber, der aus lauter Angst fest die Augen zukniff. Dann sah der Schaffner das Mädchen an, das zu seinem eigenen Erstaunen die Augen offen hatte und diese Fahrt auch lustig fand. Vor ihnen erstreckte sich die große Polareiskappe. Oha. Der gefrorene arktische Ozean glitzerte im Mondlicht. Die Schienen führten geradewegs ins Eis und verschwanden dann im glasigen gefrorenen Ozean. Das hier würde nicht leicht werden, selbst der Schaffner hielt die Luft an haltet euch fest schrie er den kindern zu die schienen sind vereist jetzt gab es kein halten mehr die lokomotive fuhr über das eis und die triebräder drehten sich hilflos um sich selbst und ließen überall eissplitter aufstieben der Polarexpress wand sich auf der glatten Fläche wie eine Schlange. Er rutschte und schlitterte in riesigen Bögen dahin. Ohne Widerstand unter den Rädern wurde der Zug immer schneller. Ziemlich bald hatte er so viel Schwungkraft entwickelt, dass der Aussichtswagen von ganz hinten nach ganz vorne rutschte und die Lokomotive einholte. Der Zug war jetzt ein riesiger Halbkreis, der seitlich das Eis hinunterrutschte. Seht mal! rief das Mädchen und zeigte auf den Aussichtswagen, der direkt vor ihr herum Schlitterte. Der Einsame saß noch immer darin. Er starrte das Mädchen gleichgültig an. Sein Gesicht sah seltsam ruhig aus, trotz dieser entsetzlichen Rutscherei über das Eis. Die Triebräder verklemmten sich plötzlich und der Zug schleuderte ziellos herum. Das Mädchen konnte sich auf dem Schienenräumer nicht länger halten und fiel von der Lokomotive. Der Schaffner packte sie im Arm, rutschte aber auf der eisigen Plattform aus und ging ebenfalls über Bord. Verzweifelt griff der Junge mit beiden Händen nach der Jacke des Schaffners, aber der Schaffner war einfach zu schwer, der Junge stemmte sich dagegen, seine Pantoffeln rutschten über die vereiste Plattform, fast wäre er wie die anderen heruntergefallen, doch plötzlich wurde er nach oben gerissen. Eine große Hand im roten Handschuh hatte seinen Bademantel gepackt, mit einem gewaltigen Ruck zog die Hand alle drei auf den Schienenräumer zurück, sie waren gerettet. Nur der Junge hatte den König gesehen, der große Mann zwinkerte ihm zu und legte einen Finger an die Lippen. Scht, sagte der König. Sch, machte eine Dampfwolke. Und mit dem Dampf verschwand auch der König. Puff. Peng. Ein Passagierwagen nach dem anderen stieß gegeneinander. Die Wagen trafen auf die Lokomotive auf, und der Polarexpress glitt rückwärts. Dann kam er langsam zum Stillstand. Die Lokomotive zischte und ächzte. Der Schaffner und das Mädchen standen auf dem Schienenräumer und schnappten nach Luft. Der Schaffner warf dem Jungen einen kurzen Blick zu. Gut gemacht, junger Mann. Schnelle Reaktion. Ich hatte uns schon aufgegeben. Er wickelte seine Sicherheitsleine auf. Jetzt geht's mir besser, sagte er. Und nun werde ich herausfinden, was zum Henker da los war. Mit diesen Worten trat er auf die Leiter, die zum Dach der Lokomotive führte, und kletterte los, der Junge und das Mädchen hinterher. Von dort oben konnten sie auf allen Seiten den endlosen gefrorenen arktischen Ozean sehen. Schleifspuren im Eis zeigten den wilden Tanz des Zuges der schaffner wanderte über das dach des dampfkessels auf das führerhäuschen zu noch von dort oben brüllte er zur besatzung hinunter was in drei teufelsnamen krach machte das eis dort wo der zug zuerst auf den gefrorenen ozean aufgeprallt war stürzten nun riesige eisstücke in das schwarze wasser wie fallende dominosteine brachen die eisschollen ab und die Risse im Eis jagten auf den Zug zu. Bloß weg hier, als sei uns der Satan auf den Fersen! schrie der Schaffner. Dampfie legte unten im Führerhäuschen blitzschnell den Rückwärtsgang ein. Die Triebräder drehten sich wie wild und jagten riesige Wolken aus Eisspittern in die Luft. Der Polarexpress wurde nach hinten geschleudert und schlängelte sich wütend zurück über das Eis, fort von den Rissen. Krach! Krach! Das brechende Eis rückte immer weiter an den Zug heran. Der Schaffner, der Junge und das Mädchen sahen vom Dach des Führerhäuschens hilflos zu. Schneller. mahnte der Schaffner. Als sich der rückwärts fahrende Zug von den vorrückenden Rissen entfernte, gerieten die hinteren Wagen außer Kontrolle. Der Zug war dabei, sich querzustellen. Dumfy zog den Gashebel zurück, die Triebräder verklemmten sich und der Polarexpress schlitterte wie besessen den Weg zurück, den er gekommen war. Die Lokomotive warf sich seitlich herum und der Zug stand wieder gerade. Dampfi hatte das Gaspedal so weit durchgedrückt, wie das überhaupt nur möglich war. Auf wundersame Weise fanden die Räder auf dem Eis Halt und die Lokomotive übernahm wieder die Führung. Der Zug jagte über den gefrorenen Ozean vorwärts, während die Risse im Eis an den hinteren Rädern des Aussichtswagens herumnagten. Der Junge beugte sich vor und streckte die Hand aus. Da, rief er. Schienen, sagte der Schaffner, geradeaus. Und da waren sie tatsächlich, die Zuggleise, die aus dem gefrorenen Wasser und zu einem nur eine Meile entfernt an Land liegenden Holzgestell führten. Im Führerhäuschen riss Dampfi wütend an den Kontrollhebeln. Schweiß strömte über seinen kahlen Schädel. Er hielt den Zug auf Kurs, indem er abwechselnd Bremse und Gashebel betätigte. Qualmar dagegen schaufelte bergeweise Kohlen. Aber sie hatten ihre Schäfchen noch nicht im Trocknen, denn jetzt hatte ein Riss im Eis den Aussichtswagen erreicht und war darunter verschwunden. Dampfi blickte kurz auf das Druckventil. "Ich will ihr Druck!", schrie er hysterisch. Ich brauch mir Dampf, Qualmar! Mehr Dampf!" Qualmer! Mehr Dampf! Jetzt hatte der Zug die rettenden Gleise halbwegs erreicht. Gerade in diesem Moment schaute sich das Mädchen oben auf dem Zug um. Oh nein, jammerte sie, unter dem Aussichtswagen zerfiel das Eis. Der Wagen hing an seiner Kupplung, und die Räder drehten sich auf dem brechenden Eis hilflos im Leerlauf. Und es wurde noch schlimmer. Der gezackte Riss im Eis jagte jetzt unter dem Zug entlang und drohte die Lokomotive zu überholen. Innerhalb einer Sekunde hatte er die Gleise erreicht, das Eis um den Zug herum barst. Der Schaffner ließ sich auf das Dach des Führerhäuschens fallen. Macht euch bereit. schrie er, dann brach der Polarexpress durch das Eis. Aber er fiel nur drei Fuß genau auf die Gleise, die unten im Wasser verliefen, Eis und Wasser wurden in die Luft gewirbelt. Eine gewaltige Dampfwolke hüllte die Lokomotive ein, als das gefrorene Wasser den glühend roten Dampfkessel erreichte. Der Zug jagte aus dem Wasser und auf das Holzgestell weiter durch die engen Wände eines Eiscanyons. Er jagte über die weite, kerke Tundra, erreichte endlich eine Weiche und damit die Hauptlinie. Die Räder schlugen jetzt ein ruhigeres Tempo an. Der Junge und das Mädchen wechselten einen Blick. Was für eine Fahrt! Ich hatte keine Angst, sagte das Mädchen. Du vielleicht? Der Schaffner schaute den Jungen an. Junger Mann, sagte er, Zeit für uns, in unseren Wagen zurückzukehren. Und du, junge Dame, fügte er hinzu und drehte sich zu dem Mädchen um. Du solltest lieber wieder Kohlen schaufeln. Ich hol dich, wenn wir den Nordpol erreicht haben. Aber warum muss sie denn hier bleiben? fragte der Junge empört. Sie muss sich ihre Fahrt verdienen. Ich habe keinen Fahrschein, erklärte das Mädchen. Von wegen, rief der Junge. Das habe ich total vergessen. Ich hab deinen Fahrschein gefunden. Der Junge zog den Fahrschein des Mädchens aus seiner Pantoffel und das Mädchen strahlte wie ein Weihnachtsbaum. Ach du meine Güte. Tausend Dank. Hm, sagte der Schaffner, in diesem Fall. Er zog seine Knipszange hervor. Fahrscheine, die Fahrscheine bitte, sang er mit Inbrunst. Dann machte er sich an die Arbeit winzige Papierringe fielen wie Schneeflocken zu Boden. Danach gab er dem Mädchen den Fahrschein zurück. Die Löcher in ihrem Fahrschein bildeten ein L und ein E, wie bei dem Besserwisser. Das Mädchen und der Junge starrten sie an. Was mochte das zu bedeuten haben? Das Mädchen verstaute den Fahrschein vorne in ihrem mit Spitzen besetzten Nachthemd. Na gut, Zeit für uns drei zurückzugehen, sagte der Schaffner. Er und die beiden Kinder balancierten nun über das Dach des Kohlentenders. Vor Jahren, erinnerte der Schaffner sich, auf meiner ersten Heiligabendfahrt machte ich gerade auf dem Dach meine Runde und rutschte auf dem Eis aus. Ich schnappte mir einen Handgriff, doch der brach ab, ich glitt aus und stürzte ab. An dieser Stelle legte er eine dramatische Pause ein. Aber ich blieb auf dem Zug. Der Junge machte große Augen. Genau das war ihm doch auch passiert. Hatte ich jemand festgehalten? fragte er. Der Schaffner nickte, während der Schnee sie beide einhüllte. Oder etwas, meinte er mit vielsagender Stimme. Das Mädchen schaute den Jungen an. Der Engel flüsterte sie. Hast du ihn gesehen? fragte der Junge den Schaffner. Wie sah er aus? Der Schaffner lächelte nur und kletterte die kurze Leiter zur nächsten Plattform hinunter. Der Junge und das Mädchen folgten ihm. Manchmal, sagte der Schaffner, ist sehen das Gleiche wie glauben, und manchmal er kam ganz dicht an sie heran, um die Sache besonders zu betonen, sind die wirklichsten Dinge auf der Welt gerade die, die wir nicht sehen können. Himmel, das war vielleicht tiefsinnig. Sie erreichten nun einen Wagen, den die Kinder noch nicht betreten hatten, und der Schaffner hob den Riegel und öffnete vorsichtig die Tür. Als ihre Augen sich langsam an das trübe Licht im Wagen gewöhnt hatten, fiel den Kindern vor Staunen die Kinnlade herunter. Im Wagen wimmelte es nur so von zerbrochenen Puppen. Es gab alle Arten von Puppen, Bräute, Babys, ausgeschnittene Papierpuppen, Teddybären und jede Menge Stofftiere. Alle sahen übel mitgenommen aus, tausende von ihnen waren auf die Sitze gezwängt worden. Dieser Anblick machte die Kinder sehr traurig. »Die Verlassenen und Aufgegebenen«, verkündete der Schaffner mit Grabesstimme. Die Kinder liefen hinter dem Schaffner her durch den Mittelgang. Drei nackte Glühbirnen unter der Decke bewegten sich mit dem Zug und warfen zuckende, unheimliche Schatten. Als das Mädchen einen zerfetzten, schmutzigen Teddy mit nur einem Arm und ohne Augen fand, hob sie ihn vorsichtig hoch. Ich könnte weinen, wenn ich sehe, dass Spielzeug so behandelt wird. Und dabei haben die hier noch Glück gehabt, sagte der Schaffner. Warum sind sie hier? Fragte der Junge. Das ist ein neuer Plan des Weihnachtsmannes, erklärte der Schaffner. Die werden jetzt nicht mehr weggeworfen, sondern er sammelt sie und die Wichtel machen sie wieder heil. Das nennt er Rehzickeln oder so ähnlich. Das Mädchen setzte den Bären neben eine angekohlte Brautpuppe. Eine kleine Träne lief ihr die Wange hinunter. Kommt schnell weiter, sagte der Schaffner. In diesem Wagen wollen wir doch wirklich nicht herumtrödeln. Der Schaffner ließ seine Schlüssel klirren. Diesen finde ich einfach nie, murmelte er. Keuchend lehnten der Junge und das Mädchen an der Tür und schauten sich um. Sie hatten ihren Passagierwagen nun erreicht und alles sah so aus wie immer. Die anderen Kinder saßen auf ihren Plätzen und hatten keine Ahnung davon, was sich anderswo im Zug abspielte. Der Schaffner ging weiter, um die restlichen Fahrscheine zu kontrollieren. Der Junge schaute in den Aussichtswagen und machte eine besorgniserregende Entdeckung. Der Wagen war leer, der Einsame war verschwunden, und die Hintertür des Wagens schlug im Wind hin und her. Auch das Mädchen hatte den leeren Aussichtswagen schon entdeckt. Sie und der Junge liefen zur Tür. He, wo wollt ihr denn hin? rief der Besserwisser hinter ihnen her. Als der Junge und das Mädchen draußen die vereiste Plattform betraten, wollte der Junge über den Zwischenraum zum nächsten Wagen springen. Vorsicht, ermahnte er sich und auch das Mädchen, das kann gefährlich sein. Warte, sagte das Mädchen. Sie griff nach unten, klappte eine kleine Laufplanke über den Zwischenraum und lief problemlos hinüber. Verblüfft ging der Junge hinterher, wo mochte die Laufplanke wohl herkommen? Als sie den Aussichtswagen betraten, legte das Mädchen einen Finger an die Lippen. Hör mal, flüsterte sie. Jetzt hörte der Junge es auch. Es war der Einsame, der vor sich hinsang, und zwar ein schönes, trauriges Weihnachtslied. Das Mädchen und der Junge gingen schweigend durch den ganzen Wagen und lauschten. Vom Weihnachtshimmel fällt ein Stern. Ich schau hinauf, er ist so fern. Und doch wünscht ich mir tief und fest, dass er mich findet am Weihnachtsfest. Der Weihnachtsmann hat viel zu tun hat keine Zeit sich Haus zu ruhen, Der kommt wohl nicht zu jedem Kind, wenn Weihnachten beginnt. Sie fanden ihn am Geländer der hinteren Plattform, wo er in den Nachthimmel hinaufschaute. Wie wunderschön die Sterne von diesem Punkt der Erde aus doch aussahen. Während der Einsame sang, wirbelten Schnee und Funken über sie hinweg. Zusammen mit dem glühend roten Rücklicht des Zuges schienen sie magische Bilder in die Luft zu zeichnen, die zum Text des Liedes passten. Das Mädchen stimmte mit ein, und den Einsamen schien es nicht zu stören oder verlegen zu machen, als sie gemeinsam sangen Dies ist die beste Zeit im Jahr. Denn alle Lieben sind jetzt da, Und freuen sich am Kerzenschein, Jetzt ist es schwer, allein zu sein Gemeinsam schmücken wir den Baum, Und Tannenduft erfüllt den Raum. Wie freut sich doch ein jedes Kind, Wenn, wenn. endlich Weihnachten Beginnt. Zusammen spiegelten sie beide Seiten des Weihnachtsfestes wieder. Der Gesang des Einsamen war traurig und verloren, der des Mädchens dagegen warm und fröhlich, und nun wechselten sie sich beim Singen ab. Der Junge stand einfach in der Mitte und hörte zu. Der Schlittenglöckchen heller Klang vernehm ich nicht und mir wird bang. Auch hör ich nicht der Engel Lieder, nur Stille schwebt zu mir hernieder, und doch ein Kindertraum verloren, wird unterm Christbaum neu geboren. Die letzte Strophe sangen sie zusammen. Das wünscht von Herzen jedes Kind, wenn Weihnachten beginnt, das wünscht von Herzen jedes Kind, wenn Weihnachten beginnt. Danach schwiegen sie alle einige Minuten lang, dann schaute der Einsame auf seine Pantoffeln hinunter und sagte leise Danke, dass du den Zug für mich angehalten hast. Der Junge nickte. He, ihr Dreider, sagte eine Stimme. Es war der Schaffner, der aus der Hintertür seines Dienstabteils kam. Wir haben ihn gerade überquert, rief er, den sechsunddreißigsten Breitengrad, den Polarkreis. Die Kinder begleiteten ihn zurück in den Zug. Meine Damen und Herren, verkündete der Schaffner und zeigte aus dem Fenster, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit, seht doch das Nordlicht! Er ließ seinen Arm einen weiten Bogen beschreiben und präsentierte die Nacht wie ein Zirkusdirektor, der eine Tapetsnummer ankündigte, und als ob er die Nacht zum Leben erweckt hätte, bewegte sich nun vor dem Himmel ein gewaltiger Vorhang aus farbigem Licht. Der untere Teil dieser Lichterscheinung wurde tiefrot, als sie sich schneller bewegte, dann erschienen blaue und lila Wellen, die Kinder hielten den Atem an. Plötzlich Tauchten helle Lichtpunkte auf, die so schnell blinkten, dass sie zu brodeln schienen. Sie wirbelten umher, schneller und schneller wie ein Kaleidoskop, das so groß war wie ein ganzes Land, schneller und größer, größer und schneller, als sich dann alles in sanftes Grün auflöste, brachen die Kinder in Applaus aus. Jetzt durchquerte der Polarexpress eine karge Eiswüste. Und nun, sagte der Schaffner, wenn ihr freundlicherweise eure Aufmerksamkeit auf die Spitze des Zuges richten könntet auf ungefähr elf oder zwölf Uhr, auf 23.55 Uhr, um ganz genau zu sein. Die Kinder reckten die Hälse, um in diese Richtung zu schauen, und die Stimme des Schaffners klang mit einem Male ehrfürchtig. Seht ihr die hellen Punkte dort hinten wie die Lichter eines fremden Ozeanriesen auf einem gefrorenen Meer? Die Kinder zeigten aufgeregt dorthin. Meine Damen und Herren, verkündete der Schaffner, dort ist der Nordpol. Die Kinder brachen in lauten Jubel aus, und der Junge und das Mädchen rissen vor Verwunderung die Augen ganz weit auf. Der Polarexpress donnerte jetzt über eine Brücke aus roten Ziegeln, die plötzlich aus dem Meer aufragte. In der Ferne war eine große Stadt zu sehen ganz allein auf dem Dach der Welt, groß und beeindruckend, aber auch warm und einladend. In Nordpol City ragten hunderte Fabriken aus roten Ziegelsteinen über gefrorenen Kanälen auf. Erker und Giebel aller Gebäude waren mit Weihnachtslichtern geschmückt. Die Stadt wirkte ganz und gar verlassen. Kein einziger Wichtel war zu sehen. Der Polarexpress rollte langsam an einem Tor mit einem riesigen Glockenturm vorbei. Die Uhr über dem Durchgang zeigte genau 23.55 Uhr. Der Schaffner schaute zusätzlich auf seine Taschenuhr. Noch fünf Minuten bis Mitternacht. Wir haben es gerade noch geschafft. Er ließ sich auf einen Sitz fallen und wischte sich erleichtert den Schweiß von der Stirn. Meine Güte, das nenne ich haarscharf. Das Mädchen, das aus dem Fenster geschaut hatte, drehte sich zu ihm um. Sie sah überaus besorgt aus. Die Wichtel, wo sind die Wichtel, wollte sie wissen. Die versammeln sich in der Stadtmitte, sagte der Schaffner, wo eins von euch glücklichen Kindern das erste Weihnachtsgeschenk erhalten wird. Und wer kriegt das erste Weihnachtsgeschenk, fragte der Besserwisser. Er wird sich einen von euch aussuchen, sagte der Schaffner und ging dann auf den Jungen zu. Das Mädchen starrte den Besserwisser an. Das war doch wohl klar, oder etwa nicht? fragte sie ihn, der Besserwisser war total außer sich. Das kann nicht sein. Das Wichtel. rief der Junge, dem die Schneidezähne fehlten, und alle Kinder klebten mit weit aufgerissenen Augen an den Fenstern. Und da waren wirklich Wichtel. Tausende von winzigen Gestalten, die durch die Straßen marschierten. Sie waren an die achtzehn Zoll hoch und hatten ganz spitze Ohren, Sie trugen alle die gleiche Uniform. Roter Kittel, grüne Strumpfhose, Zipfelmütze mit weißer Pelzkante. Die Wichtel marschierten zur Melodie von O Tannenbaum, das über die öffentliche Lautsprecheranlage der Stadt gespielt wurde. Die Gehilfen des Weihnachtsmannes veranstalteten auf der Straße ein solches Gedränge, dass der Zug nicht mehr weiterkam. Mit einem letzten blieb der Polarexpress stehen. Der Schaffner fing an, die Kinder aus dem Zug zu führen. Vor ihnen buxierten die Wichtel bunte Zirkuswagen, die von winzigen Schneemobilen mit Dampfantrieb geschoben wurden, auf die vorderen Wagen zu. Andere Wichtel machten sich an das Ausladen des zerbrochenen Spielzeugs. Die Kinder, die vor Aufregung ganz aus dem Häuschen waren, sammelten sich hinter dem Schaffner. Der schaute zur Turmuhr hoch. 23.55 Uhr. Noch fünf Minuten bis Mitternacht, sagte er. Da wollen wir hier doch wirklich nicht rumtrödeln. Der Besserwisser drängte sich nach vorne. Hey, was soll denn das? Vor vier Minuten war es doch auch schon fünf vor Mitternacht. Genau, sagte der Schaffner fröhlich. Und das verschlug dem Besserwisser die Sprache. Das Mädchen schaute zum Zug hinüber und entdeckte den Einsamen, der noch immer im Aussichtswagen saß. Was ist mit ihm? fragte sie besorgt und zupfte den Schaffner am Ärmel. Der Schaffner blickte über seinen Brillenrand. Er will im Zug bleiben, sagte er. Niemand wird gezwungen, zum Weihnachtsmann zu gehen. Als wir hinter dem Schaffner herliefen, sahen der Junge und das Mädchen noch einmal zu dem Einsamen zurück, dann tauschten sie einen Blick. Komm, sagte das Mädchen, als er es nicht mehr länger ertragen konnte. Bist du, setzte der Junge an. Er wollte fragen, ob sie sich sicher sei, aber sie fiel ihm ins Wort Frag nicht, sagte sie. Als sie zum Aussichtswagen zurückrannten, wurden sie vom Besserwisser dabei ertappt. Sie erreichten den Wagen und der Junge schob das Mädchen die vom Schnee verkrustete Leiter hoch. Oben angekommen streckte sie die Hand aus, um auch ihm zu helfen, doch der Junge rutschte aus. Sein Fuß beschrieb einen Bogen und traf einen Hebel. Das Gewicht auf dem Hebel hob den Schließbolzen und das Eis ließ ihn in dieser Position verharren. Ohne das zu bemerken, kletterten der Junge und das Mädchen weiter nach oben. Im Aussichtswagen ging das Mädchen zielstrebig auf den einsamen zu. "Hör mal", sagte sie bestimmt. "Du musst mit uns kommen." Der Junge trat neben sie. "Sie hat recht", sagte er. Der einsame hob den Kopf und sagte leise: "Für mich hat's noch nie ein Weihnachtsfest gegeben." "Noch nie?" "Aber Weihnachten ist so eine wunderschöne, herrliche, ganz besondere Zeit", sagte das Mädchen flehend. "Eine Zeit zum geben und zum dankbar sein." Und für Freunde und Familie. Alle hängen Schmuck und Lichter auf, und der Weihnachtsmann kommt und legt Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Ich hab noch nie einen Weihnachtsbaum gehabt. Der Junge und das Mädchen wechselten einen entsetzten Blick. Das war schlimm. Das war traurig. Weihnachten ist nichts für mich, flüsterte der Einsame. Hör mal, sagte der Junge entschlossen. Ich weiß nicht, ob Weihnachten etwas für dich ist und ob du jemals einen Weihnachtsbaum oder Geschenke bekommen wirst, aber ich weiß, dass du auf keinen Fall allein hier sitzen bleiben kannst. Ja, komm mit uns. Wir gehen zusammen, stimmte das Mädchen ein. Der Einsame schaute seine beiden neuen Freunde an. Er lächelte zum ersten Mal. Und sie lächelten zurück. Da fing der Wagen an zu zucken und zu grollen, weil der Schließbolzen sich verklemmt hatte, platzte mit einem schlangenhaften Zischen ein Luftschlauch, und der Wagen setzte sich in Bewegung. Die drei Kinder rasten zur Vordertür und rissen sie auf, konnten aber nur noch feststellen, dass der Aussichtswagen rückwärts rollte. Der restliche Polarexpress, der Schaffner, die Wichtel und die anderen Kinder blieben in der Ferne zurück, und niemand sah, dass der Aussichtswagen verschwand. Er wurde immer schneller. Die drei stürzten hinaus auf die hintere Plattform, die jetzt vorne war, der abgekoppelte Waggon rollte über die Schienen mitten auf der Straße, er wurde schneller und schneller und polterte um eine Kurve, vor ihnen lag eine Gabelung, rechts war ein sanfter Hang, links eine schroffe Böschung, die Gleise führten nach rechts den Hang hinauf, Glück gehabt. rief der Junge. In diesem Moment fuhr ein Windstoß durch die Straße, er blies den Schnee von den Pflastersteinen und legte so eine Weiche und einen Schienenstrang frei, der nach links führte bergab. Festhalten. brüllte der Junge. Die drei Freunde klammerten sich ans Geländer, als der Aussichtswagen über die Weiche donnerte und dann wütend nach links schlingerte. Sie fuhren in den Abgrund, und der war wirklich scheußlich. Der durchgedrehte Wagen jagte durch leere Straßen und über steile Hügel. Er kam unten an einem Hang an und polterte durch eine lange, enge Straße. Vor ihnen lag ein Tunnel, der in die Mauer einer Fabrik gebaut war. Oha, sagte das Mädchen, warte, die Notbremse. Warum war dem Jungen das erst jetzt eingefallen? Er rannte hin, zog daran, aber es passierte nichts. Sie funktioniert nicht, rief er. In diesem Moment jagte der Waggon in den Tunnel, dann war alles dunkel. Da sah der Junge den König, der mit dem Kopf nach unten außen am Wagen hing. Er schlug mit seinem Blechbecher gegen das Fenster, zeigte auf die vordere Plattform und formte mit dem Mund die Worte Mach mal Pause, Kind, mach mal Pause. Der Junge rannte hinaus auf die Plattform und da war der Hobo, der abermals mit dem Becher zuschlug, Diesmal hämmerte er gegen das per Hand zu bedienende Bremsrad, das an der Seite des Wagens angebracht war. Der Junge packte das Rad, das nur von Funken angeleuchtet wurde, und zog mit aller Kraft daran. Die Bremsklötze fanden Halt, und der Aussichtswagen wurde langsamer. Aber es reichte nicht, um ihn zum Stehen zu bringen. Draußen waren jetzt helle Lichter zu sehen, und der Wagen steuerte genau auf sie zu. Der Junge starrte die näherkommenden Lichter an, als er dicht vor sich eine riesige rote Stoßstange mit einem gewaltigen roten Blinklicht sah, da war es höchste Zeit, wieder im Wagen Zuflucht zu suchen. Krachend kam der Wagen zum Stillstand, die Kinder wurden zu Boden geschleudert, draußen drehte sich alles, der Junge wollte aufstehen, geriet aber aus dem Gleichgewicht und fiel gegen einen der Sitze. Langsam ging ihm auf, dass sich der Aussichtswagen selbst drehte. Das Drehen verlangsamte sich und die drei Kinder konnten aufstehen. Benommen taumelten sie aus dem Wagen. Als sie sich umschauten, stellten sie fest, dass sie sich in einem riesigen runden Raum befanden, der von einer gewaltigen Glaskuppel umschlossen wurde. Er sah aus wie ein Gewächshaus für Riesen. Überall hingen Girlanden aus funkelnden Weihnachtslichtern. Es war überwältigend. Mitten in diesem Raum war eine Drehscheibe, mit der Zugwaggons umgedreht werden konnten. Der Aussichtswagen stand auf dieser sich noch immer drehenden Scheibe und seine hintere Kupplung hatte sich mit den Stoßstangen eines anderen Wagens verkeilt. Langsam kam die Drehscheibe zum Stillstand. Aber nun ergab sich ein neues Problem. Sieben Gleise führten wie die Speichen eines Rades von der Drehscheibe weg, und jedes Gleis verschwand in einem anderen Tunnel, alle sieben Tunnel ähnelten sich wie ein Ei dem anderen. Was jetzt? fragte der Junge. Das Mädchen schüttelte den Kopf. Das ist alles meine Schuld, sagte der Einsame. Ist es nicht? widersprach der Junge. Ich bin schuld daran, dass wir uns verirrt haben. Hört mal, unterbrach ihn das Mädchen, hört ihr das? Die beiden Jungen spitzten die Ohren. Nichts. Dieses Glöckchen, sagte das Mädchen was für ein glöckchen fragte der junge eine schlittenglocke könnte sie nicht hören nein das konnten sie nicht das mädchen zeigte auf einen der tunnel das kommt aus dem tunnel da da müssen wir durch entschied sie los Sie rannte, gefolgt von den beiden Jungen, auf den Tunneleingang zu und balancierte über die Schienen, die über einen sehr tiefen vereisten Felsspalt führten. Endlich sahen sie das Ende des Tunnels vor sich. Sie stürzten los und liefen aus der Finsternis ins helle Mondlicht. Dann fanden sie sich auf einem kleinen Platz wieder. Hier war alles in Wichtelgröße, die Häuser, das Pflaster, die Laternen, einfach alles. In der Mitte des Platzes endeten die Gleise abrupt. Drei enge Gassen führten von dort weg. Die drei Kinder wussten nicht so recht weiter. Das Mädchen schwieg, sie lauschte einen Moment lang, dann schloss sie die Augen. Ja, flüsterte sie. Ja. Noch immer mit geschlossenen Augen konzentrierte sie sich ganz auf diesen Klang. Da ist es. Ich höre es. Sie zeigt auf eine der drei Gassen. Ich. Hör gar nichts, sagte der Junge. Da lang, erklärte sie und rannte los. Bist du sicher? fragte der Junge. Das Mädchen erstarrte. Sie drehte sich wie in Zeitlupe um, kniff die Augen zusammen und sprach sehr langsam und energisch. Ja! Dann ging sie durch die Gasse, ohne sich noch einmal umzusehen. Der Einsame lief hinterher. Dem Jungen blieb nichts anderes übrig, als ihnen zu folgen. Wartet auf mich! rief er. Die drei Kinder rannten durch die seltsame verschneite Gasse. Sie wand sich, schlängelte sich und lief im Zickzack in alle möglichen Richtungen. Es gab keine Türen, keine interessanten Nebengassen. Es gab nur Fenster im zweiten Stock, zu hoch, um hineinzusehen. Am Ende der Gasse führte ein enger Durchgang über eine Treppe aus Pflastersteinen nach unten. Nachdem sie oben einen Moment gezögert hatte, lief das Mädchen hinunter, gefolgt von den anderen beiden. Unterhalb der Treppe lag eine weitere enge Gasse, die sich dann aber als Sackgasse erwies, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab keine Öffnungen, keine Türen, nur hohe Mauern und vier Stockwerke über ihnen den Himmel. Feiner Schnee rieselte herab. Das Mädchen konnte es nicht fassen. Ich war so sicher, stammelte sie. Wir müssen den Weg zurückgehen, den wir gekommen sind, sagte der Junge. Aber das schaffen wir nie im Leben rechtzeitig. Das weiß ich, sagte der Einsame leise. Das Mädchen vertrat ihm den Weg und schaute ihm ins Gesicht. Ich habe das Glöckchen gehört. Wirklich. Du musst nur genau hinhören. Der Einsame starrte sie an. Dann wandte er sich ab und wartete darauf, dass auch er etwas hörte. Entmutigt ging das Mädchen los, der Einsame aber bewegte sich nicht. Er wollte unbedingt glauben, dass seine neue Freundin recht hatte, dann änderte sich seine Miene. Ich höre ein Glöckchen, sagte er. Eine Schlittenglocke? fragte sie. Der Einsame nickte und zeigte auf das Ende der Sackgasse. Das kommt von da unten, sagte er. Das Mädchen trat neben ihn, spitzte die Ohren und lächelte dann. Jetzt höre ich es auch. Ich aber nicht, sagte der Junge, außer sich vor Ärger. Scht, mahnte das Mädchen und legte den Finger an die Lippen. Da gibt es nichts zu hören, deshalb, sagte der Junge, da hinten ist überhaupt nichts. Na los, das ist der einzige Ausweg. Aber der Einsame ging schon langsam durch die enge Sackgasse, das Mädchen schloss sich ihm an. Wieder fühlte sich der Junge ausgeschlossen, es frustrierte ihn, den anderen auf Treu und Glauben folgen zu müssen, wieder rannte er hinter ihnen her. Als der Einsame sich dem Ende der Sackgasse näherte, passierte etwas Überraschendes. Dort vor ihm war jetzt eine niedrige Mauer, die sie bisher nicht gesehen hatten. Von der Treppe am anderen Ende der Gasse aus hatten alle Mauern genau gleich groß ausgesehen, aber aus diesem Blickwinkel war jetzt diese niedrige Mauer zu erkennen. Was für eine kluge Täuschung! Das war also der Ausgang. Als der Junge die anderen einholte, konnte auch er sehen, was die anderen gerade erblickten: eine weitere steinerne Treppe gleich hinter der niedrigen Mauer, die in eine unterirdische Halle führte. Ein helles Licht leuchtete am Fuße der Treppe. Das Glöckchen ist da unten, sagte der Einsame. Wieso kann ich es nicht hören? rief der Junge. Los jetzt! sagte das Mädchen. Auf Zehenspitzen gingen sie die Treppe hinunter. Unten fanden sie den Eingang zu einem breiten Tunnel. Leise krochen sie hindurch, bis sie das Ende erreicht hatten. Dann fanden sie sich auf einem Aussichtsbalkon wieder. Hoch über einem riesigen, achtseitigen Kontrollraum. Über dem Raum hing ein achteckiger, viergeschossiger Block, aus Überwachungskameras mit tausenden von kleinen runden Fernsehschirmen die meisten zeigten schlafende kinder vor den kameras gab es lange schalttafeln fünf wichtel waren für diese zentrale verantwortlich sie trugen kopfhörer liefen hin und her und behielten dabei die bildschirme im auge die außenwände waren mit erstklassigen fernschreibern gepflastert jeder hatte lange Papierstreifen ausgespuckt. Jetzt aber war alles ruhig. Große Uhren über ihnen zeigten die Zeit in aller Welt an. Überall war es elf Uhr fünfundfünfzig. Ein Telefon klingelte. Und ein Wichtel meldete sich. Über ihm lugten drei Kinder über den Balkon und versuchten verzweifelt, keinen Laut von sich zu geben. Nachdem er den Hörer wieder auf die Gabel gelegt hatte, lief der Wichtel zu seinem Chef, einem Oberwichtel mit goldenen Schulterklappen, das war die Verpackungshalle, Chef, berichtete der Wichtel. Die haben gerade das letzte fertig gemacht, erwiderte der Oberwichtel, nachdem er auf seinen Klemmblock geschaut hatte. Es wurde in rot weiß gestreiftes Papier eingewickelt und bekam eine eibengrüne Schleife Nummer sieben. Wie sieht der Transportweg aus? Jetzt schaute der erste Wichtel auf seinen Klemmblock. In die USA, sagte er. Grand Rapids, Michigan, eine laute Hupe ertönte und die Kinder fuhren zusammen. Auf dem Schaltpult leuchteten rote Lämpchen auf. Unartig stand da. Der Fernschreiber erwachte zum Leben, und der Unterwichtel rannte hinüber und las die eingehende Nachricht. Offenbar, sagte er, hat so ein kleiner Bengel aus Maplewood, New Jersey, seiner Schwester Kaugummi in die Haare geklebt. New Jersey? fragte der oberwichtel und schaute auf ist das derselbe der seinem lehrer die heftzwecke auf den stuhl gelegt hat der unterwichtel überprüfte den papierstreifen nein sir dieser junge heißt mh, steven die drei kinder auf dem balkon staunten deshalb also wußte der weihnachtsmann immer alles was machen wir also chef fragte der unterwichtel den großen mann alarmieren Reden wir hier von kein Geschenk? Der Oberwichtel griff zum heißen Draht, einem großen rot-weiß gestreiften Telefon. Er zögerte und schaute zu den Uhren hoch. Nein, sagte er, es ist doch fast schon Weihnachten, wir geben ihm noch eine Chance. Setz ihn auf die Liste derer, die nächstes Jahr doppelt überprüft werden. Der Unterwichtel griff zu einem Klemmblock, machte eine Notiz und der Oberwichtel stellte das Telefon wieder weg. Na gut, Jungs, erklärte er, das war's für dieses Jahr. Machen wir Feierabend. Die Wichtel fingen an, die Geräte abzuschalten. Lämpchen erloschen und alle Bildschirme wurden dunkel. Der Oberwichtel ging zu einem seltsamen torpedoförmigen Kanister, der in einer Röhre von etwa vier Fuß Durchmesser steckte. Die Röhre zog sich durch die ganze hintere Wand des Raumes. Er öffnete eine Klappe in diesem fahrbaren Kanister und stieg hinein. Die übrigen Wichtel schalteten den Rest der Überwachungsanlage aus und sprangen ebenfalls in den Kanister. Sie schlossen die Klappe und dann, schwupp, wurde ihr Fahrzeug durch die Röhre gesaugt wie durch einen riesigen Staubsaugerschlauch. Die drei Kinder waren total verblüfft, als sie da auf ihrem Balkon standen und auf den leeren Saal herunterblickten. Schwupp. Ein leerer Kanister kam angeschossen. Die drei zögerten nicht, sie wussten, was sie zu tun hatten. Die Kanisterklappe ging mit einem Zischen auf. Innen befanden sich Sitze wie in einem Bob, aber sie waren mit rotem Leder überzogen und hatten leuchtende Messingbeschläge. Das Mädchen stieg vorn ein, der Einsame nahm hinter ihr Platz, der Junge ganz hinten. Die Nase des Kanisters war rund und aus Glas. Es gab ein kleines Armaturenbrett mit drei grünen Knöpfen, keiner der Knöpfe war aber auf irgendeine Weise beschriftet, und das Mädchen hatte keine Ahnung, welchen Knopf sie drücken sollte. Sie schloss die Augen und ließ die Hand über die Knöpfe gleiten, wie um deren Schwingungen zu messen, und dabei flüsterte sie vor sich hin Ja, ja. Der Junge ärgerte sich über diesen Hokuspokus. Ja, was denn? brüllte er. Das Mädchen drehte sich um und schaute dem Jungen direkt ins Gesicht. Ja, glaube ich. Sie wandte sich wieder den Knöpfen zu und ließ ihre Hände weiter darüber gleiten. Da, sagte der Einsame. Der Finger des Mädchens hielt über dem mittleren Knopf an. Was? fragte der Junge verwirrt. Wieder fühlte er sich ausgeschlossen. Jetzt hörte das Mädchen das, was der Einsame schon gehört hatte. Das Glöckchen, sagte sie. Welches Glöckchen? fragte der Junge, der langsam an seinem Verstand zu zweifeln begann. Ohne zu zögern drückte das Mädchen auf den mittleren Knopf. Die Klappe fiel zu. Schwupp. Schon ging es los. Sie flogen wie eine Rakete durch die Messingröhre und erreichten eine Geschwindigkeit von über hundert Meilen pro Stunde, während der Weg sich krümmte, knickte, kurfte und um sich selbst wickelte. Lichtringe jagten an ihnen vorüber, deshalb kam ihnen die Fahrt noch viel schneller vor. Aber dann war alles schon vorbei, noch ehe sie piepsagen konnten, und der Kanister kam rasch, aber weich zum Stehen. Allerdings hatten sie ihr eigentliches Ziel offenbar nicht erreicht, Sie befanden sich in einem riesigen Glashaus, das viele Male größer war als das, das sie eben verlassen hatten. Aber hier war kein lebendes Wesen zu sehen. Es herrschte Totenstille. Die Klappe öffnete sich. Das Mädchen drückte auf alle Knöpfe des Armaturenbretts, aber nichts passierte. Vielleicht gibt es noch einen anderen Ausgang, sagte der Junge, sprang aus dem Kanister und schaute sich um. Alles in diesem Gebäude war mit Weihnachtskerzen, Kränzen und Girlanden geschmückt. Riesige Fließbänder führten an langen Arbeitstischen vorbei, über denen große Rollen Bänder und Geschenkpapier hingen. Das hier war die große Geschenkverpackungshalle. Das Mädchen und der Einsame stiegen ebenfalls aus dem Kanister und liefen mit dem Jungen in der Halle umher. Dabei reichten ihnen die abgeschnittenen Geschenkpapierstücke bis zum Bauch. Die Fließbänder standen still und waren leer. Diesmal ging der Junge vorne weg. Sie stiegen auf ein Fließband und liefen darauf weiter. Schon bald erreichten sie einen weiteren riesigen Raum. Das war die Sortierhalle. Ein Labyrinth aus Fließbändern rutschen und rennen. Es gab keine Türen, keine Fenster, nur die Sortiergeräte, die ebenfalls still und bewegungslos waren. Der Einsame und das Mädchen wechselten einen erwartungsvollen Blick. Sie hofften noch immer, das Glöckchen erneut zu hören. Doch sie konnten es nicht mehr hören, und der Junge wusste jetzt auch nicht mehr weiter. Wir werden alles verpassen, sagte das Mädchen verzweifelt. Es machte sie sehr traurig, diese weite Reise vielleicht ganz umsonst gemacht zu haben, und plötzlich. Mit einem lauten Brummen setzte sich das Fließband in der Mitte des Raumes in Bewegung, dann ein zweites, dann ein drittes. Schaut mal! rief der Junge. Ein einsames Geschenk, das in rot-weiß gestreiftes Papier eingewickelt war, kam über das Fließband auf sie zugewackelt. Als es an dem Jungen vorbeikam, warf er einen Blick auf die Paketkarte. He, das geht in meine Stadt, sagte er und griff nach dem Geschenkanhänger. Für einen gewissen Billy, sagte er. Der Einsame hob den Kopf. Ich, ich heiße Billy, sagte er, wagte aber nicht, sich Hoffnungen zu machen. Das Geschenk fiel von diesem Fließband auf ein darunter verlaufendes und rollte an dem Mädchen vorbei. Dabei las sie die Paketkarte laut vor. At Brook Avenue, 11344. Da wohne ich, schrie Billy. Der Junge und das Mädchen waren ebenso überrascht wie er. Aber das Geschenk bewegte sich noch immer, es steuerte ein Loch in der Wand an, vor der das Fließband endete. In wenigen Sekunden wird es verschwunden sein, Billy rannte hinterher. Er würde sein kostbares Geschenk doch nicht entkommen lassen. Als das Geschenk nur noch wenige Zoll von dem Loch entfernt war, sprang Billy auf das Fließband, schnappte sich die Schachtel, die gerade durch eine Klappe mit einem Vorhang aus Lederstreifen verschwinden wollte, und presste sie an sich. Das Weihnachtsgeschenk verschwand durch das Loch, und Billy verschwand ebenfalls. Der Junge und das Mädchen wechselten einen raschen Blick. Dann sprangen sie auf das Fließband. Sie rannten auf das Loch zu und ließen sich hindurchfallen, um Billy zu folgen. Gleich darauf rutschten sie eine riesige Rutschbahn aus glänzendem rostfreiem Stahl hinunter. Die Rutsche befand sich in einem Gebäude, das so groß war wie ein Flugzeughangar und in dem sich Dutzende von solchen Rutschen befanden, die sich umeinander schlängelten wie Spaghetti und von denen jede über hundert Fuß hoch war. Als sie hinunterglitten, konnte der junge Billy ab und zu sehen, Billy rutschte einige Meter vor ihnen, immer weiter nach unten, am Ende der Rutsche fielen der junge und das Mädchen in einen riesigen funkelnden Trichter. Vor ihnen glitt Billy an den leuchtenden Trichterwänden entlang und umklammerte noch immer sein Weihnachtsgeschenk. Die drei wurden immer schneller herumgewirbelt, wie in einem Sog, dann fielen sie durch die Trichterspitze und landeten, auf dem größten Stapel von Weihnachtsgeschenken, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Es war wirklich ein Berg aus Geschenken in jeder Form und Größe, und jedes war wunderschön verpackt und mit einem bunten Band umwickelt. Als sie alle auf der Oberfläche dieses Ozeans aus Geschenken landeten, hielt Billy sein Geschenk doch immer krampfhaft umklammert und grinste von einem Ohr zum anderen. Seht nur, sagte er und hielt den geschenkanhänger hoch damit seine freunde ihn sehen konnten fröhliche weihnachten billy las das mädchen vor und ihre augen wurden feucht vom weh billy schüttelte das geschenk ich glaube ich weiß was das ist sagte er so was habe ich mir schon immer gewünscht er packte einen Zipfel des Geschenkpapiers und wollte es aufreißen. Warte, sagte das Mädchen und zeigte auf einen Aufkleber. Erst Weihnachten öffnen? Billy schaute den Jungen fragend an. War das zu fassen? Oder war das nur ein grausamer Scherz? Das sind die Regeln, sagte der Junge. Dann hörten sie irgendwo über ihren Köpfen ein lautes Motorengebrumm, und ein riesiger Schatten bewegte sich von oben auf sie zu ein gigantisches bemaltes Bullauge tauchte auf, dessen Mitte zum Nachthimmel aufschaute. Das Motorengebrumm verstummte und eine lange Stille folgte. Raketen. Aus den äußeren Ecken des Geschenkeberges jagten plötzlich vier Raketen nach oben, sie zischten aufwärts, jede zog eine lange Leine hinter sich her, und dann verschwanden sie durch das Bullauge, gefolgt von ihren straff gespannten Leinen. Jetzt dröhnten die Flugzeugmotoren genau über den Kindern, die Leinen wurden noch immer hochgezogen und hoben dabei riesige Flächen aus Sackleinen an, auf denen der Geschenkeberg lag. Sehr bald waren die Geschenke und die drei Kinder in einen gewaltigen, kratzigen, braunen Sack gehüllt. Der Sack umschloss sie immer fester, als er nun hochgehieft wurde. Die Geschenke kullerten umher, als die Kinder darauf kletterten, um die Sacköffnung zu erreichen. Das Bullauge öffnete sich in der Mitte, und seine beiden Hälften glitten auseinander. Jetzt war der Nachthimmel zu sehen, und die Kinder starrten verwundert in das über ihnen tobende Schneegestöber. Der riesige Sack hing unter einem gigantisch großen Zeppelin, einem Luftschiff, das größer war als die Titanic. Es war mit bunten Streifen bemalt und mit blinkenden Weihnachtslichtern geschmückt. Seine Propeller dröhnten, als es in Position ging, um den riesigen Sack durch das Bullauge hinaus in den Nachthimmel zu ziehen, Unten am Luftschiff war ein riesiges Aluminiumgestell angebracht, und auf den Stangen dieses Gestells, ganz ohne Netz und doppelten Boden, saßen Hunderte von Wichteln. Na los! rief das Mädchen ihren Freunden zu und stapelte, so schnell sie konnte, Geschenke aufeinander. Die Jungs begriffen sofort, sie versuchte, eine Treppe zu bauen. Sie spürten, wie sie immer höher und höher in die Luft gehieft wurden, und währenddessen stapelten sie die Geschenke an der Sackwand aufeinander, bis sie vorsichtig auf diesen wackelnden Turm steigen konnten. Endlich hatten sie die Öffnung erreicht und schauten über den Sackrand hinweg. Billy hielt noch immer sein kostbares Geschenk an seine Brust gedrückt. Der Ausblick war grandios. Sie schwebten jetzt in geringer Höhe über Nordpol City, und streiften schon fast Dächer und Schornsteine. Der Zeppelin, der gigantisch groß über ihnen hing, bewegte sich rasch und glatt immer weiter. Plötzlich rutschte Billy aus und versank im Geschenkeberg wie in Treibsand. Irgendwas zieht mich nach unten, schrie er verängstigt. Seine Freunde griffen nach Billys freiem Arm und versuchten ihn am Handgelenk hochzuziehen, aber das schafften sie nicht. Es hat mein Beil erwischt, jammerte er, ich kann ihn nicht festhalten, sagte das Mädchen verzweifelt. Gib uns deine andere Hand, rief der Junge zu ihm hinunter. Der Junge und das Mädchen gaben sich alle Mühe, aber da sie nur eine von Billys Händen festhalten konnten, erreichten sie einfach nicht die nötige Hebelwirkung, er ging immer weiter unter, mit letzter Kraft zogen sie noch einmal, und nun tauchte Billy langsam aus dem Geschenkemeer wieder auf, keuchend kletterte er nach oben, um Billys Knöchel klammerte sich eine Hand, eine Kinderhand. Sie zogen immer weiter, und dann tauchte der Besserwisser auf, der sich an Billys Fuß festhielt. Was machst du denn hier? fragte das Mädchen. Dasselbe wie ihr, erwiderte er. Schau mir meine Weihnachtsgeschenke an. Ich wollte doch sicher gehen, dass ich alles kriege, was auf meinem Wunschzettel steht. Seht mal, fiel der Junge ihm ins Wort und zeigte nach unten. Die Kinder liefen zum Rand des Sacks und schauten hinaus. Eine Viertelmeile unter ihnen lag der wichtigste Platz der Stadt. Tausende von Wichteln drängten sich hier aneinander und füllten die große Fläche von einer Seite zur anderen. Und dort stand auch der Polarexpress, eingekeilt in einem Meer aus Wichteln. Genau in der Mitte des Platzes war ein Bereich freigelassen, der aus einem in den Boden eingelassenen Marmorkompass bestand, wie die Kinder ihn von Landkarten her kannten. Abgesehen davon, dass bei diesem Kompass, der sich ja schließlich am Nordpol befand, alle vier Pfeile nach Süden zeigten. Die Kinder im Sack hörten über Lautsprecher eine ruhige, gelassen klingelnde Wichtelstimme. Ihr könnt jetzt zur Landung ansetzen! erklärte der Fluglotse, wenn euch das recht ist, meine ich. Die Zeppelin Besatzung ließ aus dem Luftschiff Helium entweichen, und damit begann das Landemanöver. Das Mädchen zeigte auf den Uhrenturm. Schaut mal, es ist noch immer fünf vor, sagte sie, dann schaffen wir es. Natürlich schaffen wir es, sagte der Besserwisser. Wir haben jene Menge Zeit Zeit ohne Ende, geradezu massenhaft Zeit. Der Zeppelin flog immer tiefer. Vielleicht war er nun schon zu tief. Weißt du was? fragte der Junge. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Und er hatte recht. Der Sack hing zu tief, und die vier Kinder hielten geradewegs auf einen riesigen, fünfzackigen Stern oben auf dem Weihnachtsbaum zu, der in der Mitte von Nordpol City stand. Höhe, bitte, etwas mehr Höhe, bitte, verlangte der Fluglotse mit seiner gelassenen Wichtelstimme. Er war allerdings der Einzige, der hier die Ruhe bewahrte. Tausende Wichtel schrien jetzt und zeigten gen Himmel. Achtung. Achtung. Der Zeppelin legte sofort den Rückwärtsgang ein, aber der Sack hielt immer noch auf den spitzen Stern zu. Nach oben, bitte. sagte die unerschütterliche Stimme durch den Lautsprecher. Inzwischen ließen sich vier Dutzend Wichtel vom Gestell unter dem Zeppelin fallen und feuerten sich dabei gegenseitig an. Jetzt, wo er leichter war, konnte der Zeppelin wieder an Höhe gewinnen. Die springenden Wichtel musterten die Kinder verwundert, als sie an ihnen vorüberjagten. Noch zwei Einheiten, bitte? verlangte die Lautsprecherstimme. Eine weitere Wichtelgruppe sprang, die kleinen Männchen hielten sich an den Händen, um eine Sternenformation zu bilden. Die vier Kinder reckten die Hälse, um das alles sehen zu können. Pop, pop. Winzige, bunte Fallschirme öffneten sich wie Blüten, als die Springer noch an die hundert Fuß vom Boden entfernt waren. Die Wichtel schwebten jetzt unversehrt zu Boden, und jeder vollführte eine perfekte Abrolllandung. Die Kinder seufzten erleichtert auf. Aber ihre Erleichterung sollte nicht von Dauer sein. Der Sack konnte dem Stern doch nicht mehr ausweichen. Er blieb an einer Sternenzacke hängen, der Stern knickte ab und wurde vom Baum gezogen. Die Wichtel auf dem Platz stöhnten auf und liefen in alle Richtungen auseinander, als der riesige Stern zu Boden ging. In diesem Chaos rutschte ein kleiner Wichtel aus und fiel auf die Nase genau in die Bahn des fallenden Sterns. Sofort sprangen drei weitere Wichtel vom Zeppelingestell, aber diese drei waren keine Fallschirmspringer, sie waren an einem Gummiband befestigt. Dieses Sondereinsatzkommando ließ sich auf den Stern fallen und schnappte ihn genau in der Sekunde, in der er sanft an der Nase des verängstigten Wichtel auf dem Boden vorbeistrich. Alle Wichtel auf dem Platz johlten und applaudierten. Als er nun an dem Baum vorbei war, gab der Zeppelin noch etwas mehr Helium frei. Der Sack senkte sich und landete genau auf der durch den Kompass bezeichneten Landefläche. Einige der Wichtel auf dem Boden stiegen einander auf die Schultern und bildeten kleine Pyramiden aus jeweils fünf Wichteln. Als der Zeppelin noch tiefer ging, schnappten sich die auf dem höchsten Punkt stehenden Wichtel den Sack und zogen ihn zu Boden. Andere sprangen auf winzigen Trampolinen und Pogosticks, um auf diese Weise den Sack erreichen zu können. Als der Sack den Boden berührte, verließ eine Abteilung Wichtel das Luftschiff durch die Bodenklappe, um den Sack vom Schiff zu lösen. Auf Wiedersehen, sagte die gelassene Lautsprecherstimme. Das war das Stichwort für die noch auf dem Gestell ausharrenden Wichtel, ebenfalls abzuspringen. Der Zeppelin, jetzt federleicht, stieg rasch nach oben. Die zuletzt gesprungenen Wichtel führten eine bemerkenswerte Kunstspringschau auf. Sie schlugen Purzelbäume, Saltos, doppelte Rittberger und dreifache Flickflacks, und die Zuschauer unten applaudierten wie wild. Die vier Kinder am Sackrand schauten voller Erstaunen zu. Aber jetzt war Schluss mit Lustig. Oben am Sackrand erschienen drei Wichtel und schauten auf sie herunter. Alles klar, ihr blinden Passagiere. Das Fest ist zu Ende. Der Besserwisser zeigte sofort auf die drei anderen. Ich bin denen nur gefolgt, sagte er. Wir sind aus Versehen hereingeplumst, sagte der Junge zu ihrer Entschuldigung. »Ach, kannst du vergessen,« sagte der Wichtel. »Wir wussten doch die ganze Zeit, dass ihr da drin wart.« Die Wichtel halfen den Kindern, auf den Sackrand zu klettern. Der Sack ragte dreißig Fuß über dem Boden auf. Die Kinder schluckten. »Damit niemand sich was tut,« sagte der Wichtel, »kriegen wir euch folgendermaßen nach unten.« der besserwisser lief nach vorn und fiel dem wichtel hochnäsig ins wort das ist ganz einfach sagte er ich weiß was weißt du denn schon erwiderte der wichtel du hast hier überhaupt nichts zu suchen aber ich sag dir was wo schon mal weihnachten ist da lass ich dich rutschen er grinste verschmitzt los geht's verkündete er und versetzte dem sackleinen einen tritt so daß die kante sich bog Wusch. Der Besserwisser fiel auf den Hintern und rutschte am Sack nach unten. Dabei schrie er die ganze Zeit, bis ihn unten zwei Wichtel problemlos auffängen. Dort warteten bereits der Schaffner und die anderen Kinder aus dem Zug. Jetzt war Billy an der Reihe. Er umklammerte noch immer sein Geschenk, doch der Elf streckte die Hand danach aus. Das halten wir für dich fest, sagte er. Doch Billy wollte es nicht loslassen. Dem passiert schon nix, sagte der Wichtel und zwinkerte Billy zur Beruhigung zu. Glaub mir! Der Wichtel nahm die Schachtel vorsichtig an sich und Billy rutschte nach unten, wo er vom Schaffner und vom Besserwisser aufgefangen wurde. Nun kam das Mädchen. Wusch! Und das war der Junge. Der Schaffner zog seine Uhr hervor und starrte den Jungen vielsagend an. Ein bisschen spät dran, was? Er nickte zur Platzmitte hinüber. Der Junge schnappte nach Luft, als er sah, was der Schaffner gemeint hatte. Dort auf einer steinernen Tribüne stand ein wunderbares, großartiges Ding, etwas von dem der Junge geglaubt hatte, dass er es niemals sehen würde, der Schlitten des Weihnachtsmannes. Er war riesengroß, bildschön und so energisch poliert worden, dass er funkelte. Wie Ameisen, die sich mit einem Picknick davonmachen, trugen hunderte von Wichteln den riesigen Sack über ihren Köpfen zum Schlitten des Weihnachtsmannes. Der Fanfarenstoß einer Trompete erklang, und acht Rentiere wurden auf den Platz geführt, jedes trug ein leuchtendes Ledergeschirr. Eine weitere Fanfare ertönte, und vierzig Wichtel in zwei Reihen trugen zwei Zierhalfte aus Gold auf den Platz, jedes war mit silbernen Glöckchen besetzt. Als die Wichtel über den Platz marschierten, hoben sie die Halfter über ihre Köpfe und schüttelten sie. Die Wichtel und die Kinder jubelten, der Junge aber schwieg. Er konnte die Glöckchen nicht hören. Die Wichtel schüttelten die Glöckchen abermals heftig, als die Menge jubelte. Das Mädchen drehte sich zu dem Jungen um, es war ganz außer sich vor Freude. Hast du schon jemals so etwas Schönes gehört? fragte sie. Der Junge konnte keine Antwort geben. Er war sehr blass geworden und ihm war schlecht. Warum konnte ausgerechnet er die Glöckchen nicht hören? Jetzt erscholl die lauteste Trompetenfanfare von allen. Alle Wichtel drehten sich zum Uhrenturm um und sangen Passt jetzt lieber auf, weint jetzt lieber nicht. Tausende Wichtel sangen wie aus einem Munde. Die Kinder hatten so etwas noch nie gehört. Diese vielen Wichtelstimmchen klangen seltsam, wunderschön und so, daß sie sie nie mehr vergessen würden. Auf die letzte Strophe folgten neuer Jubel und wilder Applaus. Das Wichtelmeer teilte sich und bildete eine Passage vom Uhrenturm bis zum Schlitten. Der Junge, noch immer bleich und erschüttert, schaute zum Uhrenturm hinüber. Im Torbogen sah er ein rotes Leuchten, doch dann verdeckten ihm die winkenden Arme der Wichtel die Sicht. Gleich darauf konnte er ein winziges Stück der Mützenspitze erhaschen, sofort aber versperrten ihm die auf- und abhüpfenden Kinder den Blick. Das Mädchen war ganz aus dem Häuschen. Es da, ist da! schrie sie. Ich sehe ihn, brüllte Billy. Die Rentiere klapperten wild mit den Hufen, als sie den Weihnachtsmann erblickten. Sie tänzelten eifrig hin und her und rissen und bissen an ihren Zügeln. In diesem Moment löste sich ein Glöckchen aus einem der goldenen Halfter. Es flog durch die Luft wie in Zeitlupe genau in die Richtung des Jungen. Dann landete es geräuschlos auf den Pflastersteinen und rollte ihm direkt vor die Füße. Der Junge blinzelte einige Male. Niemand sonst schien das gesehen zu haben, denn alle waren mit ihren Blicken ganz woanders. Er bückte sich und hob das Glöckchen auf. Es war das allerschönste Glöckchen, das er jemals gesehen hatte. Er schüttelte es hoffnungsvoll, aber es blieb stumm. Der Junge starrte das Glöckchen lange an, dann kniff er die Augen so fest zu, wie er nur konnte. Ja! Ja, flüsterte er. Nachdenklich und noch immer mit geschlossenen Augen schüttelte er es leicht. Ich glaube, sagte er, Klingeling, da war es. Es klang einfach wunderschön, überraschend schön. Es war großartig. Es war der allerschönste Klang auf der ganzen weiten Welt. Der Junge öffnete die Augen und sah in der perfekt polierten Glockenwölbung den Weihnachtsmann. Ihm fiel die Kinnlade herunter und er drehte sich langsam um, um den großen Mann in seiner ganzen Weihnachtspracht zu sehen. Der Weihnachtsmann ragte vor dem Jungen auf und auf seinem Gesicht lag ein Lächeln, das so warm wie die Sonne war. Dem Jungen fiel eine Zeile aus einem alten Gedicht ein, seine Augen, welche Pracht und sein Lächeln, welche Macht. So sah der Weihnachtsmann wirklich aus. Der Weihnachtsmann beugte sich zu dem Jungen hinunter, dem noch immer der Mund offen stand. Was hast du gesagt? fragte er mit klangvoller, tiefer Stimme. Der Junge hob langsam das Glöckchen hoch. Ich. Ich glaube. »Ich glaube, dass das dir gehört«, sagte er. Der Weihnachtsmann nahm das Glöckchen mit seinem marklos-weißen Fellhandschuh. »Ja, danke. Ho, ho!« Sein runder Bauch bebte wie eine Schale Wackelpudding. Der Besserwisser zog den Weihnachtsmann am Ärmel. »Mich, mich!« Nimm mich! Quengelte er. Das Mädchen konnte es nicht fassen und stieß seinen Arm weg. Was machst du denn da? Hör auf damit! Rief sie. Aber der Besserwisser griff gleich wieder nach dem Ärmel. Nimm mich für das erste Geschenk! Verlangte er. Der Weihnachtsmann drehte sich um und richtete seine zwinkernden Blicke auf den Besserwisser. Geduld, junger Mann. Wer danach verlangt, bekommt es garantiert nicht. Der Besserwisser verstummte, als der Weihnachtsmann ihm gebieterisch, aber doch freundlich in die Augen schaute. Und eine Prise Bescheidenheit könntet ihr auch ganz gut tun, fügte der Weihnachtsmann noch hinzu. Der Besserwisser ließ seinen Arm sinken. Er schien zu schrumpfen. Ja, Sir, sagte er demütig. Der Weihnachtsmann drehte sich zu dem Mädchen um, und du junge dame sagte er als sie ihn voller bewunderung anstarrte ein mädchen voller entschlussfreude voller selbstvertrauen und geist weihnachtsgeist meine jo er lachte über seinen eigenen witz weiter so das Mädchen lächelte den Weihnachtsmann an und nickte. Sie würde so weitermachen. Natürlich würde sie das. Sie brachte nur gerade kein Wort heraus. Und jetzt legte der Weihnachtsmann seine große, beruhigende Hand auf Billys Schulter. Und, Billy? Du heißt doch Billy. Billy nickte. Ich sehe, du hast neue Freunde gefunden, sagte der Weihnachtsmann nun. Billy schaute zu dem Jungen und dem Mädchen hinüber. Ja, Sir, sagte er stolz, das habe ich. Gut gemacht, Knabe. Es gibt kein größeres Geschenk als Freundschaft. Jetzt hob der Weihnachtsmann die Arme und redete mit seiner schallenden Stimme zu der Menge. Und wo wir schon von Geschenken reden, sagte er und zeigte mit seinen Fellhandschuhen genau auf den Jungen. Da nehmen wir uns doch mal diesen Burschen hier vor. Der Junge schluckte und wollte seinen Ohren nicht hauen. Der Schaffner zwinkerte dem Jungen bedeutungsvoll zu. Er hatte es die ganze Zeit gewusst der weihnachtsmann sprang auf seinen schlitten dann half der schaffner dem jungen auf das breite knie des weihnachtsmannes das hier war etwas ganz anderes als damals im kaufhaus so sagte der weihnachtsmann und was wünschst du dir zu weihnachten ich fragte der junge noch immer total verdutzt du der junge dachte einen langen moment über diese frage nach er schaute das Mädchen und Billy und dann den Schaffner an. Alle auf dem Platz verstummten. Dann beugte er sich vor und flüsterte dem Weihnachtsmann etwas ins Ohr. Der Weihnachtsmann lächelte sein breites, warmes Lächeln. Ja, allerdings, sagte er. Ja, allerdings. Der Weihnachtsmann erhob sich von seinem Schlitten und streckte mit einer großen dramatischen Geste das Silberglöckchen hoch über seinen Kopf. Das erste Weihnachtsgeschenk, verkündete er. Die Wichtel brüllten vor Begeisterung, als der Weihnachtsmann sich nun bückte und mit dem Jungen sprach. Dieses Glöckchen ist ein wunderbares Symbol für das, was Weihnachten ist. Und das bin ich auch. Aber denk immer daran, der wahre Zauber des Weihnachtsfestes muß tief in deinem Herzen wohnen. Der Weihnachtsmann klopfte sich auf die Brust dort, wo sein Herz saß, dann überreichte er dem Jungen das Glöckchen. Und kaum hatte es die Finger des Jungen berührt, bong. Da schlug die Uhr Mitternacht. Alle jubelten. Fröhliche Weihnachten. riefen sie. Der Schaffner trat neben den Jungen und zeigte auf das Glöckchen. Das solltest du an einem sicheren Ort aufbewahren, sagte er durch den allgemeinen Lärm hindurch. Der Junge schob das Glöckchen sofort in die Tasche seines Bademantels und der Schaffner half ihm vom Schlitten. Die Wichtel, die die Rentiere am Zügel gehalten hatten, ließen sie jetzt los und ein letztes Mal angeschoben von den Wichteln hob der mit Geschenken beladene Schlitten jetzt ab. Hoch über dem Platz donnerten Schlitten und Rentiere. Noch immer konnten sie den Weihnachtsmann pfeifen und rufen hören. »Jetzt, Läufer, jetzt, Tänzer, ja, jetzt, Springer und kitzi los, Komet, weiter, Kupidu, los, Donner und Blitzi!« Der Junge, das Mädchen, Billy und die anderen Kinder sahen aus großen Augen dem Zauberflug des Weihnachtsmannes zu. »Genau so!« habe ich mir das vorgestellt? rief das Mädchen. Billy beugte sich plötzlich besorgt zu dem Jungen vor. Könnte das alles vielleicht nur ein Traum sein? fragte er. Der Junge schaute ihm mit fester Überzeugung in die Augen. Nein, sagte er. Der Schlitten des Weihnachtsmannes jagte ein letztes Mal über sie hinweg, und alle hörten die tiefe Stimme Zum Dach der Veranda, zum Dach auf der Mauer. Los geht's, los geht's, los, ihr alle. Er knallte ein letztes Mal mit seiner Peitsche, und der Schlitten verschwand, gefolgt von einer Spur aus Feenstaub in allen Regenbogenfarben. Die Wichtel hörten auf zu singen und starrten schweigend zum Himmel empor, als hätten sie eben ein Wunder erlebt, was ja auch wirklich geschehen war. Es war immer wieder ein Wunder, auch wenn es jedes Jahr passierte. Dann schrien sie los und warfen ihre spitzen Wichtelmützen in die Luft, die Mützen fielen mit dem sanft rieselnden Schnee herab, und der Junge sah zum ersten Mal, dass die Hälfte der Wichtel glatzköpfig war, während die andere Hälfte Pferdeschwänze hatte, das waren nämlich Wichtelmädchen. Jetzt drehte der Schaffner sich zu den Kindern um. Alle Mann an Bord, rief er, die steinerne Tribüne, auf der der Schlitten gestanden hatte, erhob sich jetzt aus dem Boden, sie wurde zu einer Bühne, auf der eine Wichtelband eine wunderbare Version von Jingle Bell Rock spielte. Alle Wichtel tanzten jetzt wild durcheinander, und die Kinder aus dem Zug gingen in dieser riesigen Nordpolparty fast unter zwei kleine wichtel tanzten jedoch nicht sie waren mit den letzten arbeiten beschäftigt und versuchten mit aller kraft eine dresine über die schienen hinten auf den platz zu befördern die dresine schob den abgekoppelten aussichtswagen auf den polarexpress zu dann brachen die beiden wichtel erschöpft zusammen und der polarexpress war startbereit als die Kinder sich aufstellten, um in den Zug zu steigen, wartete der Schaffner vor der Treppe zum Passagierwagen und kontrollierte die Fahrscheine. Der Besserwisser reichte ihm seinen, und der Schaffner knipste noch einige Buchstaben hinein, ehe er ihn zurückgab. Der Besserwisser starrte den Fahrschein überrascht an, jetzt ergaben die Buchstaben ein Wort. Lehn, sagte er, was soll das denn bloß heißen? Der Schaffner musterte den Fahrschein, mir scheint, du hast da zwei Buchstaben verwechselt, sagte er. Ich finde, das sieht aus wie ein R. Der Besserwisser riss wütend den Fahrschein an sich. Soll das heißen, ich wüsste nicht, fing er an, verstummte aber, als er sich seinen Fahrschein genauer angesehen hatte. Ach, da steht Lern. Tut mir leid, mein Fehler. Der Schaffner lächelte und freute sich darüber, endlich eine Prise Bescheidenheit beim Besserwisser zu sehen. Gut gemacht, Lektion gelernt, sagte er und winkte den Besserwisser an Bord. Billy war als nächster dran. Fahrschein? fragte der Schaffner. Billy reichte ihm seinen mit großem Vergnügen, und der Schaffner knipste noch einen Buchstaben hinein. Jetzt stand dort auf. Reicht noch nicht? sagte der Schaffner, er knipste noch ein paar Buchstaben und gab Billy dann den Fahrschein zurück. Billy starrte ihn an, und dabei änderten die Buchstaben sich dauernd. Zuerst ergaben sie Zuneigung, dann Zutrauen, dann Zuversicht. Das ist ja eine tolle Fahrkarte, sagte Billy stolz. Also, fragte der Schaffner, kannst du darauf vertrauen, dass wir dich heil und gesund nach Hause bringen werden? Unbedingt, antwortete Billy. Er wandte sich um und lächelte das Mädchen und den Jungen an. Mich und meine Freunde, fügte er hinzu. Der Schaffner lächelte, als Billy in den Zug stieg. Der nächste bitte? sagte er. Jetzt reichte das Mädchen dem Schaffner ihren Fahrschein und machte dabei ein erwartungsvolles Gesicht. Was würde wohl auf ihrem stehen? Der Schaffner knipste und reichte ihn ihr dann, Sie las und sah verwirrt aus. Da steht Leitung wie Wasserleitung? Bist du sicher? fragte der Schaffner lächelnd. Das war die Frage, die sie immer umwarf, sie schaute sich die Karte noch einmal an. Ich glaube, sagte der Schaffner, das könnte auch leiten heißen, leiten wie führen, anleiten und den Weg leiten, wenn du willst. Die Antwort des Mädchens war laut und klar. Sie war sich jetzt sicher. Ich will, sagte sie, ja, leiten. Der Schaffner salutierte. Wird Ihnen überall hinfolgen, Chefin, sagte er zackig. Das Mädchen strahlte und kletterte dann stolz in den Wagen. Der Junge kam als Letzter an die Reihe. Er trat vor. Ach ja, sagte der Schaffner, der Junge mit den vielen Fragen. Rasch knipste er hinter seinem Rücken den Fahrschein des Jungen und gab ihn dann zurück, ohne ihn auch nur anzusehen. Der Junge schaute die Buchstaben auf seinem Fahrschein an. Da stand ganz deutlich Glauben. Er wollte schon sagen, da steht der Schaffner hob die Hand und brachte ihn damit zum Schweigen. Das geht mich nichts an. Er beugte sich zu dem Jungen vor sondern nur dich. Der Junge nickte. Er hatte jetzt verstanden. Er glaubte. Alle Mann an Bord, sagte der Schaffner, und seine Augen funkelten. Der Junge stieg ein, der Schaffner gab dem Lokomotivführer ein Zeichen, bückte sich und klappte das Trittbrett hoch. Der Junge nahm im Passagierwagen Platz, und alle Kinder drängten sich um ihn herum. Zeig her, sagte der Junge mit den fehlenden Schneidezähnen, Zeig uns das Glöckchen, stimmte das rothaarige Mädchen ein. Der Junge lächelte und griff in seine Tasche. Entsetzt stellte er fest, dass seine Finger nur durch das Loch stießen. Es ist weg, keuchte er. Die anderen Kinder machten ernste Gesichter und dem Jungen traten Tränen in die Augen. Ich habe es verloren, sagte er verzweifelt. Ich habe das Glöckchen vom Weihnachtsmann verloren. Keine Sorge, sagte Billy mit überraschender Zuversicht, das finden wir schon wieder. Wir helfen dir. Alle zusammen, sagte der Besserwisser mit ebenso überraschender Hilfsbereitschaft. Das Mädchen sprang auf. Wir schauen ganz schnell draußen nach. Die anderen sprangen ebenfalls auf, doch in diesem Moment setzte sich der Polarexpress mit einem scharfen Ruck in Bewegung. Sie waren auf dem Heimweg. Verzweifelt setzte der Junge sich wieder hin, und die anderen Kinder schwiegen, weil er ihnen so leid tat. Langsam kehrten sie an ihre eigenen Plätze zurück. Das ist wirklich übel, sagte der Besserwisser. Sogar das rhythmische Rattata der Zugräder klang traurig. Wie ein Spielzeugzug drehte der Polarexpress noch eine Runde unter dem riesigen Weihnachtsbaum auf dem Platz. Draußen tanzten noch immer die Wichtel, drinnen im Zug aber waren alle niedergeschlagen. Das Mädchen legte den Arm um den Jungen. Es tut mir so leid, sagte sie, aber der Junge war untröstlich. Er ließ traurig den Kopf hängen. Die Kinder in seiner Nähe schwiegen. Es würde eine lange Heimfahrt werden. Der helle gelbe Strahl des vorderen Scheinwerfers fraß sich durch den leise rieselnden Schnee, als die Lokomotive zum Stillstand kam. »Edbrook, 11.344«, rief der Schaffner. Der Junge saß genau an derselben Stelle wie am Anfang der Reise, mit hängendem Kopf und einfach untröstlich. Die anderen Kinder hatten geschlafen, wurden aber jetzt wieder munter. »Nächster Halt, Adblock 11344«, sagte der Schaffner noch einmal. Das war Billys Haltestelle. Er blieb vor dem Jungen stehen und hielt ihm die Hand hin. »Danke«, sagte er, »danke für alles.« Der Junge nickte und schüttelte feierlich Billys Hand. Dann ergriff auch das Mädchen Billys Hand. »Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten«, sagte sie. »Ich dir auch.« antwortete Billy. Er lächelte seine beiden neuen Freunde an. Also ich muß los, sagte er widerstrebend. Als er aus dem Zug stieg, wischte das Mädchen am beschlagenen Fenster eine Stelle frei. Schau mal, sagte sie und versetzte dem Jungen einen Rippenstoß. Der Junge beugte sich vor, um an dieser Stelle durch das Fenster zu blicken. Durch eins der Fenster in Billys Haus war ein kleiner Weihnachtsbaum zu sehen, seine bescheidenen Kerzen funkelten hell. Billy sah ihn auch, machte einen Freudensprung und stürzte dann auf das Haus zu. Der Polarexpress stieß einen Pfiff aus und setzte sich wieder in Bewegung. Das Mädchen und der Junge sahen zu, wie Billys Haus im rieselnden Schnee verschwand. Billy rannte auf die Veranda vor seinem Haus und drückte das Geschenk an sich, sein Geschenk, das mit den roten und weißen Streifen, er hielt es stolz hoch in die Luft, dann winkte er dem Zug und den Kindern zum Abschied zu. Der Weihnachtsmann ist also schon bei Billy gewesen, sagte das Mädchen. Erstaunlich. Der Junge nickte. Er freute sich für Billy jedenfalls so sehr, wie er sich im Moment freuen konnte. Einige Minuten darauf erreichten sie das Haus des Jungen. Der Junge, das Mädchen und der Besserwisser gingen hinaus auf die Plattform. Das mit dem Glöckchen tut mir leid, sagte das Mädchen. Das war wirklich ein ganz besonderes Geschenk. Der Junge nickte traurig. Immerhin hast du das erste Weihnachtsgeschenk bekommen, sagte der Besserwisser, aber das war auch kein richtiger Trost. Dann machte er kehrt und verschwand wieder im Passagierwagen. Ja, das ist richtig, sagte der junge bedauernd. Das Mädchen umarmte ihn und sie sahen sich lange an. Es war so viel passiert und sie standen einander jetzt so nah. Trotzdem war es Zeit zum Aufbruch. Vorsicht, sagte der Schaffner ganz geschäftsmäßig, als er dem jungen die treppe hinunterhalf. Unten streckte der junge die Hand aus. Danke, sagte er. Der Schaffner schüttelte die hand des jungen herzlich. Weißt du, sagte er, als der Junge schon wegging. Der Junge drehte sich erwartungsvoll um. Das ist so beim Zugfahren, sagte der Schaffner. Es ist nicht wichtig, wohin die Züge fahren, es ist wichtig, dass man beschließt, einzusteigen. Er zwinkerte dem Jungen zu. Der Junge drehte sich erneut um und ging über den Weg zu seinem Haus. Alle Kinder im Zug winkten, und der Junge konnte sich gar nicht von ihnen trennen. Das Mädchen winkte ganz bis zum Schluss mit ihrem ganz besonderen Lächeln auf den Lippen. Der Junge winkte zurück. Der Schaffner gab der Lokomotive mit seiner Laterne ein Zeichen, und die Lokomotive stieß einen Pfiff aus. Der Junge stand im Vorgarten und betrachtete sein Zuhause. Drinnen war es dunkel, und der Weihnachtsbaum war nur als riesiger Schatten in der Ecke zu sehen. Die fröhlich leuchtenden Lampen im Passagierwagen des Polarexpress spiegelten sich in den Wohnzimmerfenstern. Der Junge öffnete die Haustür und wollte hineingehen, doch dann hielt er kurz auf der Türschwelle inne, um noch einen letzten Blick auf den Zug zu werfen. Die Kolben ächzten. Der Zug setzte sich in Bewegung. Der Schaffner rief ihm noch etwas zu, aber der Junge konnte es nicht verstehen. Was? rief der Junge. Der Schaffner legte die Hände an seinen Mund und brüllte. Fröhliche Weihnachten. Er winkte ihm zum Abschied zu, und der Junge winkte zurück, dann fiel ihm etwas auf, oben auf dem Aussichtswagen. War das möglich? Der König, der an seinem Lagerfeuer saß und mit seiner Nikolausmütze winkte? Dieses Lächeln? Dann war er verschwunden, wirbelte mit Rauch und Dampf davon. Der Polarexpress stieß einen langen Pfiff aus und war verschwunden. Der Junge zog die Haustür langsam zu. Er suchte ein letztes Mal in seiner Tasche und hoffte auf ein Wunder. Dort war kein Glöckchen, es gab nur das Loch. Dann schaute er sich im Wohnzimmer um. Alles war so, wie er es verlassen hatte: keine Geschenke unter dem Baum, leere Strümpfe am Kamin. Die Plätzchen und die Milch für den Weihnachtsmann waren nicht angerührt worden. Langsam stieg der Junge die Treppe hinauf und ging ins Bett. Aufwachen! rief Sarah. Aufwachen! Die schläfrigen Augen des Jungen öffneten sich. Sarah stand neben seinem Bett und schüttelte ihn. Es war schon ganz hell. Aufwachen! rief sie noch einmal. Der Weihnachtsmann war da. Der Weihnachtsmann war da! Kaum war Sarah aus dem Zimmer gerannt, da sprang der Junge aus dem Bett und stürzte ans Fenster. Eine frische Schneedecke überzog die ganze Straße. Der Himmel war klar. Es gab keine Schienen, keine Wagenspuren, keinen Hinweis darauf, dass der Polarexpress hier vorbeigedröhnt war. Es gab nur den Schneemann, der vor dem Haus Wache hielt. Beeil dich! rief Sarah von unten. Als der Junge in seine Pantoffeln schlüpfte, entdeckte er etwas Seltsames. Sein Wecker zeigte immer noch elf Uhr fünfundfünfzig. Er riss seinen Bademantel vom Bettpfosten. Damit war die Tasche erledigt. Eine Hand voll Glasmurmeln fiel klirrend zu Boden, genau wie beim ersten Mal. Seltsam. Der Junge schob die Hand in die Tasche und seine Finger glitten durch das Loch. Es fühlte sich genauso an wie in der Nacht zuvor. Eine halbe Stunde später war der ganze Boden des Wohnzimmers mit zerrissenem Geschenkpapier, zerknüllten Bändern, Schachtel und Schleifen übersät. Und natürlich auch mit Geschenken. Sarah suchte noch immer unter dem Weihnachtsbaum und fand ein letztes Geschenk, eine kleine Schachtel, die in das gleiche gestreifte Papier eingewickelt war, wie Billis Geschenk es gewesen war. Da steht dein Name drauf, sagte sie und reichte es dem Jungen. Er erkannte das Papier und riss es so schnell von dem Geschenk, wie er nur konnte. Dann hielt er die Schachtel in der Hand. Er öffnete sie und schaute mit klopfendem Herzen hinein. Ihm fiel die Kinnlade herunter. Es war das Silberglöckchen. Er schüttelte es und hörte den allerschönsten Klang auf der ganzen Welt. Auch Sarah schüttelte das Glöckchen. Es klang einfach unbeschreiblich schön. Aber die Schachtel enthielt noch etwas anderes: Ein Stück Pergament mit einer Nachricht. Da stand: Fand das hier auf dem Sitz meines Schlittens. Stopf das Loch in deiner Tasche. Weh! Der Junge strahlte. Er konnte die Stimme des Weihnachtsmannes hören. Er klingelte noch einmal mit dem Glöckchen. Es war herrlich. Da kamen die Eltern ins Wohnzimmer und stapften durch die Papierhaufen. Was für ein hübsches Glöckchen, sagte die Mutter, als sie sah, was ihr Sohn da in der Hand hielt. Von wem hast du das denn? Vom Weihnachtsmann, sagte der Junge. Ach, wirklich? fragte sie und lächelte über seinen Witz. Stolz reichte der Junge ihr das Glöckchen. Sie hielt es an ihr Ohr, schüttelte es, runzelte die Stirn und machte noch einen Versuch. Och, das ist aber schade, sagte sie enttäuscht, weil das Glöckchen stumm blieb. Der Junge und seine Schwester wechselten einen Blick. Sie hatten den Klang doch eben noch gehört? Die Mutter reichte das Glöckchen an den Vater weiter. Er hielt es an sein Ohr und schüttelte es. Ja, sagte er, das ist kaputt. Tut mir leid, Kumpel. Er reichte dem Jungen das Glöckchen und beide Eltern verließen das Zimmer. Als sie gegangen waren, schüttelte der Junge das Glöckchen noch einmal. Es hatte denselben wunderbaren Klang wie zuvor. Er und Sarah tauschten einen wissenden Blick. Na los, Kinder, sonst kommen wir zu spät in die Kirche, rief die Mutter aus der Diele. Sarah sprang auf und stürzte los, der Junge aber blieb stehen und schloss seine Hände um seinen Schatz. Er ging zum Tisch hinüber und legte das Glöckchen vorsichtig neben das jetzt leere Milchglas. In dem polierten Silber konnte er sein Spiegelbild sehen, er schaute das Glöckchen noch einmal an, dann ging er. Viele Jahre später erinnerte sich der Mann noch immer an diese Geschichte. Früher hatten die meisten seiner Freunde das Glöckchen auch hören können, doch im Laufe der Jahre war es für alle verstummt. Sogar Sarah hatte an irgendeinem Weihnachtsfest feststellen müssen, dass sie den wunderschönen Klang nicht mehr hören konnte. Dem Mann erging es nicht so. Für ihn, auch als er längst erwachsen war, läutete das Glöckchen noch immer. Das tut es für alle, die wirklich daran glauben. Und das lag natürlich daran, dass er die Reise mit dem Polarexpress gemacht hatte. Musik